Ich schlag dich zusammen. Komm schon. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Also gut, einigen wir uns auf unentschieden. Ein Kritiker ist eine Henne, die gackert, wenn andere legen. Giovanni Guareschi, italienischer Schriftsteller. Ihr merkt schon, die Folge beginnt ein bisschen anders als normalerweise, wenn ich meinen eigenen Text hier vortrage. Dieses Mal ein Zitat, das hoffentlich angepasst ist der Folge. Denn während wir bisher immer die kulturellen Ergüsse von anderen unter die Lupe genommen und danach minutiös analysiert haben, drehen wir das Konzept der Sendung dieses Mal um 180 Grad, heute zur 14. Folge, und legen selbstkräftig Hand an. Denn während gerne behauptet wird, Kritiker seien nur zu schlechte Regisseure und deswegen zwangsweise an ihren Beruf gelangt, versuchen wir drei heute, diese These zu beweisen. Wir, das sind Benjamin, Christian und Marius, Reihenfolge alphabetisch und nach Qualität ihrer heutigen Beiträge in absteigender Reihenfolge. Denn ihr dürft euch, wie schon gesagt, auf eine besondere Folge gefasst machen. Jeder von uns stellt heute zwei eigene Filmideen vor und nehmen die der anderen mit genauso viel Spaß auseinander. Und ihr dürft sehr gerne in den Kommentaren schreiben, welche Filmidee euch besonders gut gefallen hat. Oder auch gerne eigene Vorschläge dalassen. Und natürlich wie immer sagen, wie euch so die Folge gefallen hat. Also heute ein bisschen anders als sonst. Schauen wir mal, wie es ankommt und für was wir so von uns geben werden. Und damit Marius sich nicht beschwert, dass ich die Zuhörer mit der Einleitung beeinflusst hätte, darf er sich gerne zuerst vorstellen und uns in einem Satz eine Idee nennen, die er aus welchen Gründen auch immer verworfen hat und heute nicht nennen wird. Hallo Marius. Hallöchen. Ja, meine verworfene Idee war zum Beispiel der Pate 4, das große Comeback von Francis Ford Coppola, das große Genie macht einen letzten Film, El Pacinos letzter Film. Dann habe ich gemerkt, das ist eine scheiß Idee und habe es sein lassen. Es soll keinen Paten 4 geben. Okay, ja, gucken wir mal, ob die Irishman sowas ähnliches wird wie der Pate 4. Genau, ja, wenn der gut wird, dann brauchen wir auch keinen Paten 4. Also ich muss sagen, der Trailer, allein die ersten 5 Sekunden schon mit dem Kameraschwenk, sondern und das hat mir schon gereicht, um zu wissen, der Film wird gut. Der wird mit sicher ein Grundniveau haben, aber ob der noch zeitgemäß ist, das frage ich mich so ein bisschen, weil das hat man alles schon mal so ein bisschen gesehen. Mal gucken. Es wird spannend zumindest. Aber ich habe Bock. Ich habe sehr, 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 sehr viel Bock auf den Film. Ich glaube, dass da Scorsese mehr rausholt, wie man vielleicht vermutet erstmal. Gut. Neue Überleitung. wer hat auch Bock? Christian auch wieder Bock. Natürlich hat der Christian auch Bock. Auf Irishman und auf diese Folge. Hast du dir noch irgendeine Idee, die du nicht nennen wirst, aber die du noch irgendwie loswerden möchtest, bevor es losgeht? World War Z als Serie. Das Buch ist nämlich fantastisch und es würde sich perfekt als Serie eignen. Warum man daraus einen Film gemacht hat, erschließt sich mir bis heute nicht, aber da wir ja Filme pitchen sollten, fällt diese Serienidee leider flach. Das Buch ist ja eher so als Survival Guide aufgezogen. Oder? Nee. Es gibt vom selben Autor einen Zombie-Survival-Guide. Ah, deswegen. Aber World War Z, das Buch, das schildert quasi eine weltweite Zombie-Epidemie-Apokalypse in ja, 20, 30 Kapiteln, jedes aus einer unterschiedlichen Perspektive von einer anderen Person, immer so in Tagebuch- oder Interviewform. Ganz verschiedene Positionen, Soldaten, Sanitäter, Bergarbeiter, irgendwas. Und insofern wäre da ein Serienformat perfekt gewesen. Erinnert mich so ein bisschen an Contagion. Also nur mit den vielen Figuren und alles. Aber ja, als Serie funktioniert das wahrscheinlich besser als Film. Vor allem, wenn man dann so eine Hauptfigur wie Brad Pitt hat, dem will man natürlich auch ein bisschen Screentime geben. Ja, und vor allem musst du ihn halt um die ganze Welt schicken, um die Essenz des Buchs zu erfassen. Weil das halt wirklich quer über die ganze Welt verteilt ist. Gucken wir mal. Soll ja ein zweiter Teil rauskommen. Ja, Gott, ich habe Angst. auch Angst dürft ihr, oder glücklicherweise nicht haben vor meiner Idee, die ich nicht nennen werde. Außer jetzt kurz. Und zwar hatte ich einen Pitch, den habe ich direkt schon in Hollywood verkauft. Und zwar dreht sich um sexuelle Nötigung am Arbeitsplatz und basiert auf dem Kinderlied von Rolf Zuckowski in der Weihnachtsbäckerei. Mit der Besonderheit, dass beide Hauptfiguren unsichtbar sind. Also das wäre ein Kassenschlager gewesen. Gewagteste Sexszene aller Zeiten. Tja, leider. Mit Harvey Weinstein als Hauptrolle. Selbstverständlich, ja. Nee, kann ich mir gut. Oder hört euch mal dieses Sebastian Lied. Sebastian Edati gefällt das. Daran. Auch das natürlich. Aber der ist ja eher für Kinder zuständig als für. Nein, Kinderarbeit ist ja verboten in Deutschland. Arbeiten in der Weihnachtsbäckerei nicht Kinder oder zumindest so des Weihnachtsmanns. Wie heißen die kleinen Gehilfen vom Weihnachtsmann? Kobolde? Wichtel. Wichtel. Wichtel ist das Wort, was ich gesucht habe, genau. Ja,
Man sieht, aus der Idee kann man schon einiges rausholen. Und das waren ja nur unsere schlechten Ideen. Nachher kommen ja noch 6 richtig gute Ideen. Was, das waren unsere schlechten Ideen? Nein. Sapperlot. Apropos schlecht. Der Marius hat noch eine, Rätselfrage gestellt, auf die wir jetzt unsere Antwort geben werden. Und ich bin sehr gespannt, ob er bis zum Ende der Folge drauf kommt, was die Frage war. Weil dieses Mal ist es schwierig, da drauf zu kommen. Und weil meine Antwort ist Cool Runnings. Ja. Marius, was hast du denn? Ja, ich habe Blues Brothers. Okay, ja, schön. Hätte ich auch fast genommen, aber ich habe mich für Kings of Summer entschieden. Ja, dann kombiniert das mal. Vielleicht kommt ihr drauf. Das war genug Pause, um euch Zeit zum Überlegen zu geben. Und es geht weiter mit der 5-Minuten-Guillotine, die dieses Mal, nachdem die Folge ja ein bisschen anders ist als sonst, sind wir heute ganz besonders anarchisch. Seht es uns bitte nach. Denn die 5-Minuten-Guillotine hat heute die Besonderheit, dass nicht nur nach 5 Minuten abgeschnitten wird, sondern bei jedem, beziehungsweise bei dem ersten oder M, was jemand sagt, ist es vorbei. Sprich, man muss sich heute besonders konzentrieren und anstrengen, nicht oder M zu sagen, was wir häufiger tun, als ihr das vielleicht hört, weil manchmal wird es auch rausgeschnitten. So viel zu den produktionsinternen Geschichten. Wer will denn ich anfangen? Ich prangere das nach wie vor an. Ich prangere das nach wie vor an, diese Entscheidung. M rauszuschneiden. Ich glaube eher, dass es heute so gehandhabt wird. Genau. Ich finde aber die Folge passend dafür. Das ist schon in Ordnung. Wenn dann heute. Ja, wer will denn anfangen und sich unter Beweis stellen? Christian. Na gut. Ja, Marius, du bist dafür verantwortlich, darauf Acht zu geben, ne? Ja, ich hör zu. Gut. Du stoppst die Zeit. Ganz schlecht. Falls er soweit kommt. Okay, mach ich. Okay. Ich war. Läuft jetzt, was war denn das für ein Geräusch? Ja, normalerweise wäre so ein M gekommen, aber dann hast du ja gut umschifft. Sehr gut. Genau. Ich war unter anderem in der Pressevorführung von Midsommar, dem neuen Film von Ari Aster. Über den werde ich hier aber nichts weiter erörtern. Den könnt ihr euch schön selber angucken und dann können wir darüber diskutieren später. fuck. Ja, das war sehr schön, ja. Vielleicht gibt ja Marius seine 5 Minuten. Ich wurde von der Katze abgelenkt, Mensch. Ach, die Katze. Kann ich da nicht nochmal einen Joker einsetzen? Der Katzenjoker. Hast du die Zeit gestoppt? Wie lange hat er durchgehalten? Ich mache jetzt einfach weiter. Beim nächsten ist vorbei, der Film, ja. Also ach, kommt schon. Ja. Aber man kann es ja in deinem Blog bestimmt nachlesen, was du von dem Film hältst. Noch nicht, nee. Ah, okay. Ist das Pressembargo schon gefallen? Ja. Achso, warum sagst du da noch nichts drüber? Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem, ich schreibe gerade eine Kritik für jemand anderes und ich will euch auch nicht groß spoilern. Ich hatte eigentlich andere Filme noch hier vorzustellen, sehr interessante, schöne Filme. Aber ihr wollt ja nicht. Ja, wie gesagt, die Frage ist, Marius, möchtest du ihm vielleicht was abgeben von deiner Zeit? Oder eine Chance nochmal? Ich geb dir mal 2 Minuten nochmal von meiner Zeit. Okay, eine zweite Chance. Dann muss ich jetzt hier durchrushen. Und kein Am sagen. Also, ich habe gesehen Killer Man, einen aktuellen Mafia-Thriller mit Liam Hemsworth, der einen Geldwäscher spielt, der in der Mafia einsteigen will und bei einer Drogenübergabe mit korrupten Polizisten ins Gehege kommt, auf der Flucht, die sich daraufhin entspannt, baut er einen Unfall, daraufhin erleidet er einen Gedächtnisverlust und es entwickelt sich so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Hemsworth, der Mafia und der Polizei, hat ein paar blutige Spitzen, sehr viele Klischees. Was aber besonders schön ist, das einzig Schöne am Film ist, dass er einen sehr schönen oldschooligen Look hat, also dunkle Beleuchtung, sehr entsättigte Farben, eine starke Körnung. Das sieht alles aus so ein bisschen wie New Hollywood 70er-Jahre-Stil. Aber insgesamt lohnt sich der Film eher nicht. Lohnt tut sich auch nicht, meiner Meinung nach, Hobbs & Shaw, das aktuelle Fast & Furious Spin-Off oder das erste Spin-Off mit Dwayne Johnson und Jason Statham, die ja schon in Teil 8 die heimlichen Stars waren, mit ihren ganzen Streitereien und Kloppereien. Die werden jetzt hier auf eine gemeinsame Mission geschickt, um die Schwester von Shaw, also von Jason Statham, gespielt von Vanessa Kirby, die eine abtrünnige Agentin, die ist eine... Aus... Stopp. Na gut. Ich höre, wie deine Katze dich ablenkt, ja. Ja, genau.
Ja, vor allem in Liam Hemsworth sind ja auch schon zwei Ams drin. Also Liam Hemsworth, ja. Ja, schade. Was wäre denn noch? Könnte ich ja noch fragen zu deinem Film. Oder so. Ja, sehr gerne. Irgendwas pfeift da im Hintergrund, kann es sein? Das ist die Katze, die vorm Fenster maunzt. Ja, zum Glück ist er in der heutigen Folge, also da ist alles sehr wild. Das ist komplette Anarchie. Beschäftigt euch mal gerade 10 Sekunden alleine. Das schaffen wir. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Dann hat er halt seine Fragenrunde verwirkt. Kann man auch nichts machen. Weil der Film, der mich am meisten interessieren würde, wäre eh Dings gewesen. Dieser Midsommar. Aber da will er nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß gar nicht. Also Midsommar interessiert mich echt. Ja, das interessiert uns alle am meisten, Midsommar. Ja, na, aber wollt ihr dann jetzt, dass ich euch schon was drüber verrate? Oder, also, ja, du weil kannst eigentlich ja ist das auch so. Das ist aber eigentlich doch so eine sagen, Kategorie von Film. Das ist ja der Job eines Kritikers. Ja. Also, es geht um einen Trip nach Schweden, einen sehr ungewöhnlichen Trip nach Schweden in eine Kommune, die das Midsommarfest feiert. Da sind 5 US-amerikanische Studenten an diesem Trip beteiligt. Und wohin sich der Film entwickelt, das kann man schon relativ früh ablesen. Jetzt verzweifle ich selbst bei jedem M hier. Jedenfalls ist Asta, der hat ja Hereditary letztes Jahr gemacht. Das war ja ein ziemlich großartiger Horrorfilm, gerade auf visueller Ebene. Und hier steigerte das nochmal. Es gibt unfassbar viele visuelle Hinweise, Andeutungen im Hintergrund auf Gemälden, auf irgendwelchen Wandbildern, die schon hindeuten, in welche Richtung das Ganze geht. Aber die Entwicklung, die der Regisseur hier macht, ist so ein bisschen vergleichbar mit der von Jordan Peele. Der hat ja auch mit Get Out einen relativ klassischen Horrorfilm abgeliefert und dann mit Wir ein eher kryptischeres, schwer greifbares Werk nachgelegt. Und das ist auch bei Wir der Fall, Midsommar der Fall. Der ist eben sehr mit Symbolen und Andeutungen und kryptischen Botschaften vollgestopft. Hat aber eine unfassbar einnehmende Stimmung, unfassbar beklemmt von Paranoia getragen. Also sowas habe ich selten erlebt. Der Film ist zwar viel zu lang, aber trotzdem hält er diese Stimmung, diese Atmosphäre die ganze Zeit aufrecht. Also ist schon beeindruckend. Ja, würdest du ihn, oder welches Genre würdest du den jetzt einsortieren? Es ist ein Horrorfilm, aber es ist kein typischer Horrorfilm. Es ist keine Geisterbahnfahrt. Es ist kein, ja, er verwehrt sich ja allein schon diesem typischen Horrorfilm-Element, dass es dunkel sein muss oder dass es in beengten Räumen stattfinden muss, das gibt's gar nicht. Es gibt auch keine Jumpscares. Ja, schön. Aber es ist ein Horrorfilm, aber es ist, wie gesagt, ein ungewöhnlicher Horrorfilm und für mich insofern interessant, als dass Asta hier wirklich mal zeigt, wozu dieses Genre noch fähig ist. Ich habe eine Frage zu Hobbs & Shaw. Ja. Wenn man kein Fast and Furious-Fan ist, hat man dann irgendeinen Grund, da reinzugehen? Ja, die beiden Hauptdarsteller. Wer sind Johnson? Jason und? Statham und Dwayne Johnson. Dwayne Johnson und Jason Statham, genau. Harmonieren und Vanessa gut? Kirby. Und, was heißt die harmonieren gut? Ich meine, du hast bei so Buddy-Filmen oder Buddy-Cop-Filmen hast du ja oftmals eher eine Gegensätzlichkeit zwischen beiden Figuren und das hast du hier nicht, weil es sind beides irgendwie dumpfe Hau draufs. Die unterscheiden sich kaum, die geifen sich die ganze Zeit an mit irgendwelchen platten Sprüchen, die mir spätestens nach der Hälfte der Zeit derbe auf den Sack gegangen ist, weil es wirklich richtig plattes Schwanzvergleichgehabe ist und Hahnkampf-Getue. Was am meisten Spaß gemacht hat, war Idris Elba als Bösewicht. Der hat wirklich Bock auf die Rolle gehabt und das hat man ihm auch angemerkt und der war immer so das Highlight, immer wenn er aufgetaucht ist. Idris Elba spielt damit? Ja, der spielt den Bösewicht, den Black Superman, wie er sich selber nennt. Okay. Oder wie er sich schon direkt vorstellt am Anfang als The Bad Guy. Das war ganz witzig. Okay, also macht sich auch darüber sozusagen selbstironisch lustig. Ja, der Film weiß auch, dass er dumm ist. Und dann kommt dann noch in irgendeiner Verhörszene, kommt dann Dwayne Johnson an und haut irgendein Nietzsche-Zitat raus, um zu beweisen oder um dem Publikum zu beweisen, dass er doch was im Kopf hat, aber das ist ziemlich peinlich, diese Situation. Das ist eher fremdschämig. Also der Film ist stumpf und er ist leider auch nicht sehr gut von der Action her. Es ist alles sehr unübersichtlich, sehr schnell geschnitten, sehr wackelig und sehr CGI-lastig.
Aber da frage ich mich, wenn der Film selber sagt, im Film, dieser Film ist dumm, hat er dann das Recht, dumm zu sein? Oder, also, das macht ihn ja nicht besser, oder? Also nur, weil er selber weiß, dass es dass er kein guter Film sein will. Finde ich schwierig. Also Selbstironie in allen Ehren, aber keine Ahnung, irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Aber bist du nicht auch so ein Verfechter von wegen schön mit Kollegen und Bier genießen, dann geht das schon? Ach so, ja stimmt, jetzt sag, wo du es sagst. Ist dir nochmal eingefallen? Ja doch, dann Kinoticket ist eigentlich jetzt schon gekauft. Okay. Gut, machen wir weiter. Hallo. Dann mach ich doch direkt weiter, dann kannst du danach auch übernehmen, da das ja das Highlight. Das Highlight, ja. Bevor wir zum Highlight kommen, erstmal die Vorband. Das bin heute ich, bei den 5 Minuten laufen. Ich habe einen, muss man schon ein bisschen aufpassen hier, das stimmt, Hindi-Film gesehen namens Badlar oder Badlar auf Netflix. Habe ich recht schnell gemerkt, das ist ein 1:1 Remake von dem Film The Invisible Guest, den es ebenfalls auf Netflix gibt. Den auf jeden Fall angucken. Richtig starker Thriller mit überraschenden Wendungen. Badlar, ja, wie gesagt, 1:1 Remake. Muss man nicht gesehen haben, vor allem nur im Original auf Hindi, was eine interessante Sprache ist, weil die Leute eben mittendrin, jetzt habe ich glaube ich ehrlich gesagt. Ja. Und das war's auch schon wieder. Das schneiden wir raus. Chris hat jetzt. Ja, erzähl doch mal weiter. Erzähl doch mal weiter. Worum geht's denn? Ja, da ist die Zeit leider vorbei. Nee, will ich auch gar nicht. Guckt euch die Invisible Guest auf Netflix an. Man. Eine Frau will. Das war ein sehr langes, ey. Das ist verdammt schwierig. Ja, eine Frau beauftragt quasi einen, wie soll man sagen, Anwalt, der sie aus einer Situation rausholen soll, weil die Leute denken, sie hat jemanden umgebracht. Und er befragt sie einfach nur. Es wäre ein Kammerspiel, wenn nicht immer wieder die Kamera zu Szenen springt, von der sie eben erzählt. Und am Schluss passieren sehr, sehr viele Wendungen. Neben dem Film habe ich noch Roccos modernes Leben. Da gibt es ein Netflix-Special, 45 Minuten lang, als 20-jähriges, da war schon wieder ein 20-jähriges, nach 20 Jahren Special. Für die Fans von damals ist es okay. Er spielt sehr viel damit, dass eben nach 20 Jahren wieder ein Film rauskommt zu der damaligen Serie, die ja doch sehr verrückt war auf Nickelodeon. Denn in diesem kleinen Special geht es darum, dass der junge Big Head seine alte Serie wieder hervorbringen soll, weil Rocco und seine Freunde nach 20 Jahren im Weltall wieder auf die Erde zurückkommen und er eben seine Serie zurückkam. Also spielt alles quasi auf Roccos modernes Leben an. Ja, fand ich jetzt, ja, das kann man weggucken, geht 40 Minuten, wenn man die Serie damals mochte. Wenn man die nicht kennt, dann braucht man sich das auch nicht angucken. Was man hingegen eher angucken kann, ist Schneeflöckchen. Ein deutscher Film, haben wir ja letztes Mal kurz angesprochen, auf Amazon Prime von Adolfo J. oder J. Colmeron, der momentan mit Apokalypse im Kino ist, als Regisseur. Und Schneeflöckchen ist ein Beweis dafür, genauso wie der Film, den ich vielleicht danach noch kurz erwähnen werde, warum das deutsche Filmfördersystem ziemlich für den Arsch ist. Und ich wäre gerne der Podcast, der das Ganze zum Fall bringt und ein bisschen revolutioniert. Weil der Film ist, naja gut, es ist eine Mischung aus Tarantinos Pulp Fiction, ein bisschen Leon der Profi, Stranger Than Fiction ist auch noch dabei. Ist aber recht kreativ, Meta-Humor. Man kann gar nicht genau, ja doch, man kann sagen, worum es geht. Es geht um zwei Typen, die in einem Drehbuch von jemandem gefangen sind, denjenigen dann auch treffen, ihn dazu zwingen, das irgendwie umzuschreiben. Gleichzeitig geht es noch um ein junges Mädchen, das die Mörder ihrer Eltern quasi erledigen möchte von Auftragskillern. Die Mörder ihrer Eltern sind eben die zwei anderen Typen, die in einem Drehbuch gefangen sind. Und darum geht es da so ein bisschen. Ist recht kreativ, kann man gut weggucken, macht Spaß. Vor allem die erste Hälfte, die erste Stunde fand ich richtig gut. Danach merkt man, dass er einfach zu lang ist und sie nicht so ganz wussten, wie sie ihn zu Ende bringen sollen. Und leider hat die Filmförderung da jedwedige Förderung nicht dahin reingebuttert, sondern die mussten sich auf diversen On-Demand-Plattformen rumschlagen. Es gibt so On-Demand-Plattformen, wo man sich bewerben kann. Und wenn, glaube ich, mehr als 20 Leute irgendwie hinschreiben aus einer Stadt, dann wird es im Kino gezeigt. Ich glaube, es war nicht allzu erfolgreich. Jetzt bei Amazon Prime, guckt ihn euch an, fand ich ganz cool. Der andere Film, den ich nicht cool fand und 1,2 Millionen von der deutschen Filmförderanstalt oder Filmförderung enthalten hat, ist Die Agentin oder Die Operative. Im Original ist eigentlich, ja, so mehr oder weniger deutscher Film, deutsch-französisch-iranisch mit Diane Kruger und Martin Freeman in den Hauptrollen.
Habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Christian fand ihn, glaube ich, ganz okay von seinen Bewertungen her. Ich fand ihn übelst langweilig. Es geht um eine Frau, die im Leben eigentlich nichts hat und das ist auch keine Verwandten oder Familie oder dergleichen und deswegen ist sie perfekt für den Mossad, also den iranischen Geheimdienst, der sie dann rekrutiert. Sie muss ein paar Sachen machen, wobei sie nicht ganz genau weiß, was und warum. Bei einem dieser Aufträge muss sie einen Typen von was überzeugen, verliebt sich dann in diesen Typen, darum geht es darum noch. Dann gibt es noch zwei halbwegs spannende Szenen und zwei Action-Szenen, aber insgesamt passiert in dem Film sehr, sehr, sehr wenig. Es geht darum, wie sie da wieder rauskommt, weil sie mit ihrem Typen, in den sie sich verliebt hat, eben ein eigenes Leben aufbauen will. Aber der Mossad wendet sich auch an diesen Typen. Und so klappt es halt alles nicht so ganz. Und irgendwann ist der Film zu Ende, ganz urplötzlich. Aber da war ich sehr froh drum, weil der Film wirklich sehr, sehr langweilig war. Ja, das waren viele M's. Zeit vielleicht auch überzogen, man weiß es nicht. Aber ich bin jedenfalls fertig. Es waren wirklich viele M's. Ja, das stimmt. Und da war ich mich noch konzentriert, keine M's zu sagen, habe deswegen noch mehr rumgestottert. So ist das halt manchmal. Aber dafür sage ich in der restlichen Folge kein einziges M mehr. Ja. Ja. Nein. Wahrscheinlich nicht, nein. Fragen gibt's keine. Perfekt. Ja, die Agentin kann man jetzt auch als eher gesetzten Agentenfilm quasi sehen. Es ist quasi ein Agentendrama, wenn man so möchte, ja. Agentendrama, ja. Er ist natürlich wenig aufregend, das fand ich aber gerade ein bisschen schön, vor allem, dass wir mal wieder eine weibliche Agentin sehen, die nicht jeden, der ihr gegenübersteht, komplett auf die Fresse gibt, so wie bei Red Sparrow oder Atomic Blonde zuletzt. Unter der Hinsicht fand ich den schon mal ganz schön. Diane Krüger mag ich als Schauspielerin eher weniger, Martin Freeman hingegen sehr. Und dem seine Rolle mochte ich auch. Und ich fand es ein bisschen interessant, was der Film über ja quasi das Verhältnis zwischen Spionage und Privatleben sagt, dass er da ganz schöne, oder Spionage und Beziehung, dass beides quasi mit sehr viel Geheimhaltung immer verbunden ist. Ich habe häufiger gemerkt oder gedacht, was mir der Film erzählen will, aber es kam einfach nicht an. Weil, wie sich für ein Drama gehört, wird natürlich dann, oder wie du schon sagst, darum geht es unter anderem. Oder eben, was man alles aufgeben muss für Spionage oder wenn man sich an Leute wagt, da auch nicht mehr rauskommt. Es wird ja auch viel über den Iran an sich erzählt. Nur, es kam bei mir einfach alles nicht so wirklich an und es wird halt sehr, sehr gemächlich vorangetragen. Und das hat mich dann schon alles ein bisschen aufgeregt. Und gerade mit dieser Frauenrolle, was du meinst, klar haben wir ja keine, die Ärsche tritt. Nur dafür macht es halt auch sonst sehr wenig. Also im Prinzip sind es dann doch wieder die Männer, die alles machen. Also feministisch ist der Film jetzt auch nicht unbedingt. Er erzählt halt nur eine andere Seite als sonstige Agentenfilme, aber das macht ihn nicht besser in meinen Augen. Sondern halt eher leider langweilig. Und wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum die deutsche Filmförderung da 1,2 Millionen reingesteckt hat in eine, ich meine sogar eine Literaturverfilmung von einem nicht so interessanten Film mit Hollywood-Schauspielern. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also wenn die Filmförderung irgendjemand hier zuhört, fickt euch. Macht's anders. Gebt lieber kreativen Filmen das Geld, die mal ein bisschen was anders machen wollen, als solche so einem Einheitsbrei, wo dann auch nicht großartig was Neues macht. Das hat mich dann eigentlich noch am meisten aufgeregt, muss ich hier stehen. Ist zum Teil hier in Leipzig auch gedreht worden übrigens. Stimmt, ja. Das wird ja im Film auch angesprochen. Ja, irgendwie muss man es ja auch rechtfertigen, dass mal deutsches Geld reinbuttert. Das stimmt. Ja. Auf Wikipedia kann man, es war doch ein M, auf Wikipedia gibt es eine Kritik von der Taz zu lesen, die ziemlich auseinandernimmt, fand ich ganz lustig, wo dann auch auf, ich glaube, Israel kritische Dinge eingeht, die mir jetzt gar nicht so aufgefallen wären, aber da wurde ja ziemlich auseinandergerissen, aber gut, ist halt die Taz. Ja. Die Taz hat bestimmt auch meinen Film auseinandergerissen, den ich gleich vorstelle. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Welchen stellst du denn vor? Soll ich loslegen und mein Glück mal versuchen mit den M's? Ja, du musst ja nur 2 Minuten durchhalten. Moment. 2 Minuten habe ich nur, warum habe ich nur 2 Minuten? Du hast doch 3 abgegeben. 2 abgegeben. Achso, habe ich falsch verstanden. Ja, ist ja egal, ich brauche nicht zu lang. Ich mache 2 Minuten. Gut, ab jetzt. Ich schließe nämlich die schlechtesten 5 Minuten aller Zeiten ab mit dem Remake von König der Löwen.
Ein Film, den ich vor 2 Wochen, also kurz nach unserer letzten Podcast-Folge im Kino gucken war. Aus Gründen, ich habe keine Ahnung warum. Der Film ist ja das Remake von dem Original König der Löwen von 94, glaube ich. Nur in Real. Da war es dann auch schon. Eine halbe Minute ab. Ja, komm, mach weiter. Geil. Komm, mach weiter. Ja. Mach weiter. Ja, es ist wirklich. Der Film ist ein 1:1 Remake, wie Christian schon in der letzten Folge gesagt hat. Aber eine halbe Stunde länger. Also Respekt dafür. Es ist ein neuer Song drin. Es sind ein paar Gags umgeschrieben worden. Die fantasievollen Szenen aus dem Original sind alle nicht mehr vorhanden, weil das mit realen Tieren ja nicht mehr geht, dass Simba irgendwie auf dem Flamingo reitet oder sowas. Es würden teilweise neue Wörter benutzt, also Neudeutsch sozusagen gesprochen. Da sagt Simba mal nice oder sowas in die Kamera, während die Songs natürlich im, nicht Altdeutschen, aber im normalen Deutschen halt verfasst sind und nicht geändert worden sind. Das ist alles nicht so furchtbar schlimm, wie ich es gedacht hätte. Also ich hatte schon am Anfang meinen Spaß, gerade mit den Eröffnungssequenzen, und immer wenn der Hans Zimmer Soundtrack kommt, hatte ich auch Gänsehaut, wie beim alten Original. Aber an für sich braucht das Remake, wie ich mir schon gedacht habe, braucht das einfach kein Mensch. Damit bin ich fertig. Habt ihr Fragen? Ja, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen besprochen. Ja, ja. Da wurde eigentlich auch alles gesagt, also. Ich habe Disney versucht, möglichst wenig Geld für diesen Kinobesuch zu geben. Hast du dich einfach reingeschlichen? Nee, ich habe den für als Kino, Film der Woche für 5 Euro genommen. Ich weiß nicht, ob das Kino trotzdem den vollen Preis an Disney bezahlen muss oder nur prozentual. I don't know. Also entweder habe ich das Kino schlechter gemacht, weil sie den Film zeigen, oder Disney ein bisschen ärmer. Also gehörst du zu den, hast du 5 Euro zu den 1,336 Milliarden dazu gespielt? Ja, und ich fühle mich schlecht. Zu Recht. Deswegen gebe ich das Doppelte nächste Woche für Tarantino aus. Das ist ja da wieder. Das weißt du, wie wenn du irgendwie Inlandflug machst nach Berlin und dann Bäume pflanzt. Das ist so ungefähr dasselbe. Im Flugzeug. Das wäre doch mal was. Rauswerfen aus dem Flugzeug, die Bäume. Da bin ich ja mal gespannt, ob jemand hier gleich einen Umweltfilm pitchen wird. Ja, interessiert jetzt gar keinen, dass ich das indische Grabmal gesehen habe. Ja, nee. Die Zeit ist vorbei, Christian. Mich hätte es interessiert, aber. Weißt du, wir müssen auch zu unseren sprachlichen Fehlern stehen, finde ich. Du kommst auch aus dem Osten, da hat man natürlich. Nee, also. Touché. Nee, mich interessiert es tatsächlich, was es überhaupt ist, was du da gesehen hast. Ich habe dir ja schon mal gefragt im Vorgespräch. Ja. Soll ich es jetzt noch erzählen? Ja, komm, mach hinne. Ja, ganz kurz. Aber okay. Keine also Fragerunde. Also das indische Grabmal ist ein deutscher Film von 1921. Also wird er jetzt 98 Jahre alt. Und der ist in 2 Teilen abgedreht, geht in Summe 4 Stunden. Und ist jetzt erstmals in einer restaurierten, digitalisierten, viragierten Fassung auf DVD und Blu-ray erschienen. Ist ein sehr interessantes Zeitdokument. Sehr epochal, imposant mit seinen ganzen sehr ausladenden, sehr großen Kulissen. Und Konrad Veit spielt die Hauptrolle. Der ist ja vielleicht auch bekannt aus Das Kabinett des Dr. Caligari unter anderem oder aus Casablanca. Der spielt dort einen Sultan, der ein Grabmal für seine Frau errichten möchte, die sich in einen britischen Offizier verliebt hat, und er holt dafür einen englischen Architekten zu sich ins Land, und dann entspinnt sich so ein sehr von Intrigen durchzogenes Spiel zwischen allen Beteiligten. Wie gesagt, interessant und auf jeden Fall eine Anschaffung oder eine Überlegung wert, wenn man auf alte Filme steht, weil das ist eine Perle, die sehr hoch nachgefragt und war so ein bisschen verschollen in den letzten Jahren. Wie bist du auf ihn gekommen? Der Ding wollte gerade sagen, das war genau meine Frage. Hm? Was war die Frage? Wie kommst du auf die Idee eines Abends, oh, das indische Grabmal ist jetzt endlich komplett erhältlich auf Amazon. Ich kaufe mir die Blu-ray und ziehe mir dann 4 Stunden lang einen. Mir wurde ein Streaming-Link zugeschickt. Ach so. Der Herr Journalist, okay, gut. Fritz Lang hat das Drehbuch geschrieben. Genau, Fritz Lang hat das Drehbuch geschrieben. Und ihn in den 50er Jahren auch nochmal selber verfilmt. Also 2 Remakes gab es von dem Film, einmal 38 und einmal 58 von Fritz Lang selber. 38 ist bestimmt super gut, oder? Habe ich nicht gesehen, ja. Aber wahrscheinlich. Gut, Marius, erlöse uns von dem Bösen. Ja, gerne.
damit haben wir, glaube ich, die 5 Minuten abgeschlossen. Es waren die schlimmsten aller Zeiten. Wir machen das nie wieder mit den M's. Lieber mal mit Anglizismen oder sowas. Hat bei der Konkurrenz auch gut funktioniert. So, wir kommen zum heutigen Thema und zwar Wunschkonzert. Wir stellen unsere Filme vor, die wir uns in den letzten 2 Wochen ausgedacht haben. Ich habe den beiden gesagt, es soll möglichst die Grundstory erzählt werden und wer so mitspielt, wer vielleicht der Regisseur ist und wie das Look and Feel so ungefähr ist. Das Prozedere wird folgendermaßen ablaufen. Erstmal kommt der Pitch. Ich würde sagen, weil Christian jetzt 4-mal mit seinen 5 Minuten angefangen hat, darf der gleich nochmal anfangen mit seinem Pitch. Dort stellt er 90 Sekunden seinen Film vor. Dann diskutieren Benny und ich dort drüber. Dann wir zu dritt. Und am Ende gibt es natürlich noch eine Bewertung von den anderen beiden, die den Film nicht vorgestellt haben. Das Ganze machen wir jeder 2-mal und dann ist die Folge rum. Hat das jeder verstanden? Ja. Mhm. 90 Sekunden finde ich kurz, kriegen wir aber hin. Ja, ist hier nur für den Pitch, also nur einmal schnell durchrattern. Darf's auch Amp sagen. So. Und die Hörer dürfen uns natürlich auch sehr gerne bewerten und vielleicht hinschreiben, welche ihnen besonders schlecht oder besonders gut gefallen hat. Genau, ja. Das dürfen die natürlich machen. Vielleicht kriegst du es ja sogar hin, eine Abstimmung auf die Webseite. Hast jetzt ja Übungen drin. Stimmt, ja. Das kriege ich hin. Ja, klar. Ich stelle unsere Filme alle zur Abstimmung. Und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Und das wird in der nächsten Folge aufgelöst. Wer hier dem Oscar am nächsten kommt. Dann lasst uns mal loslegen. Christian, bist du bereit? Ja, ich versuch's. Also, dem Ganzen mal vorangestellt erstmal, wenn ich kreativ wäre, ich kreativ wäre, dann wäre ich selber Filmemacher geworden und würde nicht nur drüber sprechen und schreiben. Insofern habe ich mir jetzt kein Original-Drehbuch ausgesucht, sondern beides mal Literaturverfilmungen. Und es begab sich vor einigen Jahren, da habe ich ein Brecher von Buch in die Hand bekommen, das nennt sich Das Haus, / House of Leaves von Mark Z. Danielewski. Und in dem geht es um den Dokumentarfotografen Will Navidson, bei mir gespielt von Josh Brolin, der für seine Familie, darunter seine Ehefrau, gespielt von Charlize Theron, ein Haus in Virginia kauft und das Ganze als Dokumentation, als filmische Dokumentation festhalten will. Eines Tages taucht dann in seinem Haus aus dem Nichts eine Kammer auf, die vorher nicht da war. Und nachdem er so ein bisschen Vermessungsarbeiten vornimmt, stellt er fest, das Haus ist von außen 6 mm kleiner als von innen. Das Ganze geht dann noch weiter. In der Außenwand taucht dann eine Tür zu einem unendlichen schwarzen Korridor auf, die nur von innen zu sehen ist. Und diese Tür führt in ein Labyrinth mit unendlichen dunklen Gängen und zusammen gibt es dann mehrere Expeditionen zusammen mit seinem Bruder Tom, gespielt von Christopher Heathew, und einem Höhlenforscher namens Holloway, gespielt von Idris Elba, die sich dort hinein trauen. Regie übernimmt bei mir Josh Trank, der Chronicle gemacht hat, denn das Ganze wird ein Found-Footage-Film. Die Kamera übernimmt Okay. Doch schwieriger. Wer ist denn Christopher Heathew? Das habe ich ja nie gehört. Christopher Heathew ist der Kerl, Game of Thrones Fans werden den kennen als, wie heißt er, der Nerd, der Wildling, der dort aus dem Norden kommt, der verschossen ist in Brienne. Ach, Tormund. Lass mal schauen. Tormund, genau. Hat auch mitgespielt, auch in Fast and Furious 8 war er einer von den Bösewichten, genau, in After Earth, Last King, Gott, wo hat er denn noch so mitgespielt? Ist, glaube ich, nicht so bekannt, aber passt sehr gut auf die Rolle, denn die Rolle des Tom, das ist ein sehr der Kinder zum Lachen bringt und immer gute Laune verströmt, und ich glaube, das kann der sehr gut verkörpern. Ich muss gestehen, ich blick noch nicht so ganz, worum es da jetzt eigentlich geht. Ich tatsächlich auch, deswegen darfst du noch mal ein bisschen ausweitend erzählen. Also, das Buch hat 4 Erzählebenen und auf der vierten, also auf der inneren Erzählebene, wird quasi eine Analyse dieses Films, die dieser Will Navidson dort in seinem Haus inklusive der ganzen Expedition in diesen dunklen Gängen, also er dreht einen Dokumentarfilm, der dann zusammengesetzt ist aus Szenen aus dem Haus, aus Interviewaufnahmen später noch. Das Ganze ist eben ein Found-Footage-Film, der aber also auch Horroranleihen und so ein bisschen Lovecraftsche Atmosphäre, kosmischer Horror, dieses Ausgeliefertsein und Wahnsinnigwerden
Mit der Besonderheit, im Gegensatz zu anderen Found-Footage-Filmen, wo ja quasi Laien die Kameraarbeit übernehmen, ist es hier jemand, der wirklich versiert ist mit der Kamera, dadurch, dass der Will Navitz ein Dokumentarfilmer ist. Und deswegen hat das eine ganz klare, präzise Optik, weswegen ich auch sehr gern Emanuel Lubezki für die Kameraarbeit gewinnen würde. Ja, müssen wir mit ihm reden halt, ne? Aber okay, und was für ein Genre ungefähr? Horror Found Footage oder also Thriller schon Horror. Found Footage. Ja, okay, okay. Ja, schon in gewisser Weise so ein schleichender Horror. Jetzt nicht mit Jumpscares und so weiter, aber... Was passiert denn jetzt in diesem Haus? Na, ja, das gehen seltsame Sachen vor sich, die sich dem Verstand entziehen. Also das kann nicht ganz begreifbar gemacht werden, warum jetzt das Haus von innen größer ist, trotz mehrfacher Messungen. Warum dort auf einmal irgendwelche Kammern und Türen auftauchen und letztendlich die zweite Hälfte des Films sind dann die Expedition durch ein riesiges dunkles Labyrinth, in dem auch eine etwas abstrakte Gefahr lauert, die dann am Ende klar wird. Das ist auch ein kurzer Film, der soll nur 80 Minuten gehen, weil so ein Found-Footage-Film ist ja auch ein bisschen anstrengend. Genau. Und also hat der irgendeine Form von Auflösung oder ist das halt was Übernatürliches? Muss ich jetzt nicht verraten, aber hat der irgendein Ende, was Sinn macht? Also das Ende des Buches ist ein bisschen sehr kryptisch und lässt einen allein zurück. Das ist auch nicht der Zweck des Buchs. Die Auflösung findet dann eher auf den anderen Erzählebenen statt. Da müsste man das Ende nochmal ein bisschen umändern, dass es dass es quasi eine richtige Auflösung gibt, um herauszufinden, was ist dort jetzt, was lauert dort und wo ist diese Gefahr zu verorten. Es ist so ein bisschen Ghost Stories, den ich vorgestellt habe, der ja auch quasi als mit einer Rahmenhandlung beginnt von jemandem, der... Ach so, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, genau. Dass quasi die Rahmenhandlung ist eine Analyse des Films, da schneiden wir immer wieder zurück auf jemanden, der eben diesen Film quasi auseinandernimmt und in vielen inhaltlichen Dingen betrachtet und auch ästhetischen. Also ein Meta-Horrorfilm, der... vor allen Dingen audiovisuell funktionieren soll. Genau. Frisch verstanden? Okay. Ja. Also den inneren Teil erinnert mich ja so ein bisschen an Annihilation, nur in einem Haus statt draußen. Kommt das so von der Stimmung dem nahe oder ist das jetzt... Annihilation ist durchaus vergleichbar von der Stimmung her, ja. Okay. Was mit der Geistervilla mit Eddie Murphy? Das war leider nicht gesehen. hast nichts verpasst. Die Geistervilla. Oder Hausu, den gibt's da auch. Ja. Ein japanischer Horrorfilm. Stimmt, das könnten doch Japaner ganz gut machen, oder? Japaner? Regisseur oder was? Nee, also allgemein, also von der Grundstimmung her. Und also es könnte so mit japanischem Wesen oder ich könnte mir so den Stil eines oder Koreaner, so einen Stil von, wie heißt er denn, der Oldboy gemacht hat. Als Regisseur könnte das funktionieren, aber ich glaube, in einem asiatischen Setting oder in einem japanischen Setting wird es nicht so gut funktionieren, weil die ja sehr affin sind, was so Geister, Wesen, Welten, Verbindungen betrifft und das Ganze ja eher so eine, wie gesagt, Lovecraftsche Dimension haben soll von irgendetwas übernatürlichem, kosmischen, das sich dem westlichen Verstand nicht erschließt und sobald er damit in Kontakt kommt, verfällt er komplett dem Wahnsinn. Und ich glaube, das müsste schon in einem westlichen, amerikanischen Setting stattfinden. Also ich stelle mir gerade so ein Chihiro-Reise ins Zauberland in Morbide vor. Deswegen. Aber gut. Ja, okay, nicht ganz so viele Figuren. Ich hatte auch noch einen Absatz aus dem Buch rausgesucht, falls euch das interessiert. Oder wollt ihr erstmal für euch diskutieren? Nee, mach mal. Okay, jetzt darf ich hier meine Vorleseskills unter Beweis stellen. Hast du deine Lesebrille auf? Genau. Also, die nächste Titelkarte lautet einfach Tom. Tom ist Will Navidsons zweieiiger Zwillingsbruder. In den letzten 8 Jahren haben die beiden herzlich wenig miteinander geredet. Navy hat Erfolg, Tom nicht, erklärt Karen im Film. Über die Jahre hinweg hat sich eine ganze Menge Groll angestaut. Ich glaube, der war schon immer da, außer früher, als sie noch zu Hause gelebt haben. Damals war es anders, da haben sie sich irgendwie mehr umeinander gekümmert. 2 Tage später kommt Tom. Karen begrüßt ihn mit einer herzlichen Umarmung und einem High-8-Camcorder. Tom ist ein freundlicher Hühner mit Übergewicht und der angeborenen Fähigkeit für Heiterkeit zu sorgen. Die Kinder schließen ihn sofort ins Herz. Sie lieben sein Lachen, ganz zu schweigen von seinen Pommes von McDonald's. Mein eigener Bruder, mit dem ich seit Jahren kein Wort geredet habe, ruft mich früh um 4 an und sagt, er braucht meine Ausrüstung.
Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt halt, du gehörst zur Familie, sagt Karen fröhlich und bringt ihn in Navidsons Arbeitszimmer, wo sie ihm bereits saubere Handtücher hingelegt und sein Refugium zurechtgemacht hat. Jeder normale Mensch fragt doch beim Nachbarn, wenn er eine Wasserwaage braucht oder geht in den Baumarkt, aber nicht so Will Navidson. Der muss natürlich gleich in Lowell, Massachusetts anrufen. Wo steckt er überhaupt? Wie sich herausstellt, ist Navidson in den Baumarkt gefahren, um ein paar Sachen einzukaufen. Im Film hat die erste Begegnung zwischen Tom und Navidson fast gar nichts Gegenseitiges. Anstatt über irgendwelche interpersonalen Probleme zu sprechen, finden wir sie einträchtig über ein mit einem Spiegelperiskop ausgestattetes Richtgerät der Firma Cowley gebeugt, wie sie circa einen halben Meter über dem Boden immer abwechselnd eine Runde quer durchs Haus spielen, wobei sie ab und zu von Hillary oder Mallory unterbrochen werden, die Keystone Cops spielen und sich eine wilde Verfolgungsjagd rund um die Kinderbetten liefern. Tom ist überzeugt, dass sie mit einer exakten Richtmessung die Erklärung für diese Diskrepanz von 6 mm finden können. Das klingt jetzt hier schon mal so ein bisschen durch, aber im Prinzip hat man mit dieser Buchvorlage gleichzeitig ein Drehbuch und Regieanweisung, weil immer wieder quasi geäußert wird, wie jetzt die Einstellungen sind, wie jetzt die Objektivweite ist und so weiter. Das nimmt, glaube ich, schon mal viel Arbeit ab bei der Produktion. Ist das im Buch irgendwie markiert, wenn jemand anders spricht, also wenn dieser Meta-Erzähler spricht, irgendwie kursiv gedruckt oder so? Ja, es sind ganz viele verschiedene Schriftarten. Ich glaube, es gibt so 5, 6 Typografien in dem Buch. Es gibt auch Seiten, auf denen teilweise gar nichts zu lesen ist, nur so 1, 2 Worte. Manchmal sind Auflistungen von irgendwelchen Gebäuden in Fußnoten untergebracht. Manchmal sind Absätze geschwärzt oder die Buchstaben auf den Kopf gestellt und total kryptisch. Also dieses Buch ist wirklich eine Erfahrung. Ja gut, aber wir sind ja kein Literatur-Podcast. Vielleicht sollten wir umsatteln. Nee, um Gottes Willen. Also ich stelle mir jetzt irgendwie gerade so Event Horizon vor. Also es passieren halt irgendwelche verrückten Sachen. Ja. Ja, damit wäre es durchaus vergleichbar. Okay. Aber eben im Found-Footage-Stil. Naja, das Problem ist, ich mag weder Found-Footage noch Übersinnliches, deswegen... Weil du diesen Film noch nicht gesehen hast. Das könnte sein, ja. Aber mich würde es wundern, falls ich den Film denn jemals sehen, zu Gesicht bekommen werde. Oder ist da eine Verfilmung angedacht? Ich meine, es erstaunt mich nach wie vor, dass das noch nicht passiert ist. Also, mein Film würde auch nicht heißen wie das Buch, sondern wie der Film innerhalb des Buchs, nämlich The Navidson Record. Aber es gibt Hörspiele wohl von diesem Buch. Oh Gott. Also, interessiert mich schon. Lovecraftsche Welten mit Mindfuck und Horror und die Besetzung. Ich kann es mir ungefähr jetzt im Kopf vorstellen, ich hoffe unsere Hörer auch, weil du hast ja als erster Film natürlich jetzt ein sehr wirres Szenario da ausgesucht. Ja, kann man machen. Vielleicht aber doch, also ich weiß nicht, ob das Potenzial vielleicht, wie groß ist denn das Buch? Hätte das vielleicht nicht sogar Serienpotenzial? Das Buch ist, Moment, 620 Seiten lang und hat noch 150 Seiten Anhänge. Ich glaube, die braucht man auch, ja. Du hast gesagt 80 Minuten nur, ne? Genau. Ja, Benny, was sagst du? Ja, so ohne Ende kann, ich meine, die Stimmung, okay, das, ich mag solche Filme, die so eine Stimmung aufbauen. Nur wie gesagt, mit Übersinnlichen habe ich so meistens meine Probleme. Found Footage kommt immer darauf an, wie es gefilmt ist. Ob das dann auch durchgängig angewandt wird. Ob es jetzt nur ein Trick ist, seiner selbst willen, oder ob es auch erzählerisch irgendwie genutzt wird. Aber mich würde halt echt, du musst ja nicht das Ende vom Film nehmen, aber so ein Ende hätte ich jetzt halt schon irgendwie noch gern oder irgendwas, worauf das hinausläuft. Also letztlich im Buch endet es damit, dass sie verschollen gehen, Navidson und seine Expeditionscrew, und das Ganze quasi aufgearbeitet wird dann von der Familie und von seinem Bruder. Aber es kommt jetzt nie raus, warum das Haus 6 Zentimeter, was war's? Nein, das kommt nicht raus. Hm. Ja gut, ja. Bei Lovecraft gibt es ja auch keine Erklärung, woher das Übersinnliche kommt oder sowas. Das ist halt übersinnlich. Das finde ich jetzt nicht so tragisch. Also man kann ja auch einfach mal dazu stehen, dass es was Übersinnliches ist und nicht irgendwie eine dumme Ausrede einfallen lassen. Ja, nö, das muss doch in den meisten japanischen Filmen auch. Wisst ihr, wir regen uns doch immer auf, wenn japanische Filme, Horrorfilme geremaked werden, dass es immer eine konkrete Erklärung gibt am Ende oder im Mittelteil. Ja, ein Geist ist einfach mal ein Geist und ein verwunschenes Haus ist ein verwunschenes Haus. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Irgendwie fehlt mir da was. Ich weiß auch noch nicht. Also das ganze Meta-Ding, also sowas gefällt mir ja normalerweise.
Das klingt schön verrückt, das klingt originell. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es mal produziert werden sollte, daraus dann trotzdem ein relativ einfacher Horrorfilm entstehen könnte. Also weiß ich nicht, wenn das Blumhouse oder sowas in die Hände bekommt, dann gute Nacht, dann wirst du es wahrscheinlich so wie die dunklen Turmfans da im Kino sitzen. Gottes Willen. Vermutlich, ja. Sonst A24 könnte ich mir so zum Beispiel vorstellen, dass die sowas ganz gut hinbekommen könnten. Ja, oder Annapurna. Ja, genau. Also ich kann es mir vorstellen, es ist mein Kopf drin und ich finde es gute Idee. Ich gebe einfach jetzt mal so eine Punkte, weil wir bewerten im Letterbox-System, also 1 von 5, mit halben Punkteschritten und ich gebe dir eine 3,5. Oh, vielen Dank. Ja, wie man schon rausgehört hat, bin ich jetzt nicht so überzeugt. Ich kann mir da, ja, wie gesagt, die Stimmung finde ich okay, nur das Drumherum, also ich kann mir da noch nicht so wirklich was vorstellen, vor allem mit den Figuren oder die Schauspieler, die du jetzt genannt hast. Gut, den einen kenne ich nicht. Wird schwierig. Ja, schwierig. Vor allem, ja, da ich Found Footage halt wirklich gar nicht ausstehen kann, gibt es jetzt mal 2,5 von mir. Vorsicht. Na gut, das ist ja noch annehmbar. Aber du wirst ja die bessere Idee für den Schluss aufgespart haben. Glaub's mal nicht. Pulver schon komplett verschossen, ja. Na, bei so Literaturverfilmungen, wenn man das dann erzählt, ich glaube, wenn man es dann selbst gelesen hat und der Rest eben nicht, ist es dann halt auch immer schwierig, ein, keine Ahnung, wie viel hundertseitiges Buch, 790 hier gerade, dann runterzubrechen, so dass man das dann den anderen verständlich macht. Ja, Christian, du machst einfach einen neuen Podcast auf, wo du vorliest, das Buch. Ja. Und dann nach so 700 Folgen oder so, dann treffen wir uns nochmal und gucken die Idee weiter. Benny, hast du denn auch eine Literaturnobelpreis? Ja, genau. Den gewinnst du nicht. Aber vielleicht ja mal den Drehbuch-Oscar mit deiner Idee. Ja, guck mal, ob ich den bekomme. Ich habe nämlich zwei Ideen, originelle Ideen. Nach dem Was-wäre-wenn-Prinzip. Soll ich deine Zeit starten? 90 Sekunden. Ja, gucken wir mal, ob ich das hinbekomme. Machen wir einfach mal. Und los. Also meine erste Idee basiert auf dem Was-wäre-wenn-Prinzip. Was wäre, wenn es in der Zukunft einen Tag gäbe, an dem sich alle Menschen der Welt outen würden, dass sie homosexuell sind? Wie wäre dann die Überraschung in der Bevölkerung, so was so die anderen Leute betrifft? Ich erzähle einfach mal vom Anfang. Wir sehen ein Pärchen vor dem Fernseher. Im Hintergrund sieht man so ein bisschen Bilder von den beiden, dass sie auch Kinder haben. Und es kommt in den Nachrichten, die berichten von dem World Outing Day. Am 17.05.2021, also in der Zukunft, dass es den geben wird. Die Leute haben sich darauf verständigt, dass sie eben an diesem Tag sich alle outen werden. Eva Mendes schaltet ganz unbeeindruckt den Fernseher ab, küsst Ryan Gosling, flüstert ihm irgendwas zu, läuft dann lasziv aus dem Bild und wirft nur aus dem Off, wirft halt ihren Slip quasi Ryan Gosling ins Gesicht. Der legt den Slip einfach weg, schaltet den TV nochmal an und schaut sich die Ankündigung zu Ende, guckt verheißungsvoll, in Gedanken versunken, in die Kamera. Titeleinblendung, unser letzter Tag. Und dann geht es in der ersten Hälfte eben darum, wie das Pärchen auf diesen Tag hinzulebt. Dann kommt dieser Tag in der Mitte. Gut, man kann sich schon vorstellen, Ryan Gosling outet sich dann und die zweite Hälfte ist eben die Nachwehen dieses Tages. Und deswegen wird sowohl die erste Hälfte als auch die zweite Hälfte drehen sich Drehbuchschreiber und Regisseur um. In der ersten Hälfte Drehbuch Taika Waititi. Waititi und Regie Ari Aster hatten wir vorher schon mal, den von Hereditary. Und in der zweiten Hälfte erkläre ich auch gleich, warum das so ist. Drehbuch Ari Aster und Regie dann eben Taika Waititi, weil man zahlt es schon um, oder was? Ja, aber 90 Sekunden sind halt schon ein bisschen krass. Genau, krass, wie gesagt, in der ersten Hälfte ist die Stimmung sehr düster, weil wir erleben das Ganze aus Ryan Goslings Perspektive. Also ich kann es mir nur vorstellen, weiß nicht, wie es ist, aber jemand, der eben nicht das leben kann, was er selbst ist, wie er die Welt wahrnimmt. Also er ist halt in diese Familie gezwungen, liebt seine Frau, ja, so gut es halt geht, sage ich mal, auch wenn du halt nicht auf Frauen stehst, sondern auf Männer als Mann. Aber das Drehbuch ist eben sehr lustig, aber alles ist sehr düster gefilmt. Und in der zweiten Hälfte, die Welt geht quasi zugrunde aufgrund dieses World Outing Days. Aber das, was Ryan Gosling erlebt, sieht alles wiederum sehr, sehr schön aus, in malerischen Farben. Weil für ihn, nachdem er sich geoutet hat, ist halt alles wieder schön. Und das sind so die zwei Filmhälften. Da muss ich irgendwie direkt an The Voices denken. Mit Ryan Reynolds. Ich kenne The Voices, aber warum das? Ja, denn? mit dem heitere Stimmung und sowas und dann ändert sich der Blickwinkel und alles ist auf einmal morbide. Ja, so
ähnlich, sage ich mal. Nur von der Idee. Ähnlich, genau. Also eine Sache habe ich nicht verstanden. Also es tun sich alle nur die outen, die auch wirklich schwul oder lesbisch sind. Ja, klar. Okay, alles klar. weil die erste Idee war, alle Menschen. Okay, das wäre ja ein bisschen witzlos. Nein, es outen sich die, die im Schwul oder lesbisch sind, die momentan in unserer Gesellschaft leben und das eben verstecken müssen. Also, wie gesagt, wenn man so von der Statistik ausgeht, müsste ja jeder Zehnte eigentlich homosexuell sein, also auch in jeder Fußballmannschaft mindestens zwei. Und irgendwie gibt es da ein bisschen zu wenig. Und ich glaube, viele leben eben nach wie vor ihr bürgerliches, gutbürgerliches Leben, ohne aus sich rauszukommen. Und ich frage mich ja immer, was wäre, wenn es so einen Tag gäbe, wo sich eben alle gleichzeitig outen würden. Aber werden die gezwungen, sich zu outen? Nö, sie machen es freiwillig, weil sie sich eben dann denken, wenn sie alle am selben Tag machen und du siehst dann, aha, der Nachbar outet sich, aha, der, okay. Also sie werden das finde ich jetzt ein bisschen sehr, also das finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, muss ich mal sagen. Ja, das ist ja auch das, eine was wäre wenn ich meine. Also ich meine, wenn du jetzt hier im Kalender Aktionstage guckst, wo es auch den Fried Bacon Day oder sowas gibt, da gibt es bestimmt auch den World Outing Day. Und also insofern, warum hat das nicht bisher schon jemand gemacht, beziehungsweise was sollte jetzt die Initialzündung dazu geben, dass es jetzt tatsächlich alle machen? Ist ja ein Fantasy-Film sozusagen. Also das ist ja eine Idee. Gemacht. Was wäre, wenn es so einen Tag geben würde? Weil es gibt so einen Tag nicht. Es outen sich nicht alle Leute einfach so, warum denn auch? Das geht ja im Prinzip auch niemand was an. Ja, so, ja, genau, es ist halt einfach eine Idee. Und diese Kalenderdinger, die basieren ja darauf, dass irgendwelche Leute sich ohne Quatsch ausdenken. Das kam ja schon bei Galileo zutage. Das sind ja keine offiziellen Tage. So in dem ja, Sinne. Eben. Ja, eben, das ist halt wie Yesterday, was wäre, wenn alle die Beatles vergessen, ist halt hier, was wäre, wenn alle. Also gibt's wie bei Yesterday dann quasi eine übernatürliche Macht, nein, unerklärte Macht, die das. Ich habe den Film nicht gesehen, keine Ahnung. Da gibt's keinen Stromschlag, da gibt's niemanden, der auf die Erde fährt. Es gibt halt einfach, sagen wir, es gibt halt irgendeine Gruppe, die hat sich das halt irgendwie ausgedacht, hat es bei Reddit reingeschrieben, was wäre wenn, und das hat sich halt irgendwie verbreitet. So. Und das hat sich dann wie ein Lauffeuer eben in der ganzen Welt verbreitet. Und irgendwann haben die. Ja. Leute eben entschlossen, ja gut, dann gucken wir halt mal, wie das abläuft. Dann haben sich ja mal ein paar getraut an diesem Tag und dann sieht man halt, wer so in seinem Rund sich geoutet hat und dann traut man sich dann eventuell eben auch dazu. Und so ist es quasi wie so ein Domino-Effekt, dass sie sich am Ende des Tages dann halt wirklich alle outen. Aber im Prinzip sehen wir die Geschichte ja auch eher aus der Sicht von Ryan Gosling als so die großen Nachwehen, die sind dann immer eher so im Hintergrund oder in Nachrichtengeschichten oder wenn er eben irgendwo herumwandelt auf Erden. Aber ja, es ist eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Also klar, es ist an den Haaren herbeigezogen. Es wird leider nicht passieren, aber ich habe mich eben mal gefragt, was wäre, wenn sowas passieren würde? Und wie kann man sowas besser darstellen als in einem Film? Dazu sind Filme nämlich meiner Meinung nach gedacht. Weil Filme, wo ich zu sehen bekomme, was schon passiert ist oder was gerade passiert, das ist auch gut. Aber ich sehe halt auch gerne mal Sachen, die sich mit der Imagination beschäftigen. Ach, jetzt auf einmal. Aha. Mit zwei Anmerkungen habe ich noch. Ja, mach. Achso, mach du erstmal. Ich habe noch eine Frage, ja. Und zwar hast du gesagt, da geht die Welt zugrunde. Meinst du nicht, das könnte falsch aufgenommen werden? Ja, von mir aus. Aber das ist mir eigentlich scheißegal, wie der Film aufgenommen wird. Der beschäftigt sich ja eigentlich mit dieser Frage einfach nur. Mhm. Nein, ich glaube, weil du gesagt hast, dadurch, dass sich alle outen, geht die Welt zugrunde. Das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden. Warum? Also da gehen viele Familien zu Bruch mit Sicherheit, ja. Ja, deswegen, da gehen viele Familien zu Bruch, dann kommen natürlich auch die homophoben Leute kommen dann zum Tragen und da gibt es halt dann einen Riesenkampf, Leute werden verprügelt auf offener Straße dafür. Also wird es dann zu The Purge? Naja, jetzt nicht The Purge. Aber das ist ja so, wie gesagt, mir geht es ja um diesen Gegensatz dann quasi zu zeigen. Am Anfang lebt Ryan Gosling in dieser heilen Familienwelt, was ihm aber nichts bringt, weil er nicht er selbst ist und dann geht eben die Welt ein bisschen den Bach runter, es gibt eben Grabenkämpfe, Leute werden dafür quasi verunglimpft, weil sie sich eben geoutet haben. Das ist ja natürlich dann nicht alles heile Welt. Aber für ihn ist es eben die heile Welt, weil er endlich er selbst sein kann. Und das ist eben das, was ich damit zeigen will. Ich meine, wenn Leute das dann nicht verstehen, auch okay. Was ist das Ende? Das Ende? Ryan Gosling wird totgeschlagen oder von irgendwelchen Ryan Gosling wird totgeschlagen und grinst in die Kamera. Ja, so ungefähr. Nee, das Ende habe ich mir jetzt in der Tat noch nicht so wirklich überlegt. Dazu bin ich jetzt noch nicht gekommen. Aber die beiden Happy werden End. Also willst du denn Happy End oder dann, weil die zweite Hälfte so ein bisschen düster ist, kein Happy End? So wie ich Adi Aster kenne, wird es kein Happy End geben. Der ist ja für das Drehbuch in der zweiten Hälfte verantwortlich. Dafür müssen wir jetzt was über Midsommar wissen, aber hat ja keiner gesehen.
Ja, vermutlich hat es eher kein Happy End. Gut, Christian hatte noch zwei Fragen. Ja, die eine war das mit dem Welt zugrunde gehen, die andere war eher eine Anmerkung, nämlich, dass du schon allein dadurch bei mir verkackt hast, dass Eva Mendes mitspielt. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber die beiden haben ja schon mal zusammengespielt, haben das auch gut gemacht und man braucht halt eine sehr hübsche, aber schon ein bisschen ältere Frau, um das Ganze nochmal etwas wirkungsvoller darstellen zu können. Hätte es nicht eine wunderschöne Ironie, wenn es Emma Stone wäre? Ja, ich überlege, aber die finde ich dann doch ein bisschen zu jung. Das Traumpaar aus La La Land geht jetzt zugrunde. Hätte schon was, ja. Ja gut, für Eva Mendes, vielleicht hat sie sich ja schon gedacht, man weiß es ja nicht. Vermutlich nicht, weil sie geht dann tatsächlich zugrunde. Nur ich finde, Eva Mendes passt in die Rolle, da kann sie auch mal beweisen, dass sie schauspielerisch doch ein bisschen was drauf hat. Christian vom Gegenteil überzeugen, was sie bisher ja eher nicht so machen durfte. Trau's ihr zu. Ich nicht so, nee. Besonders bei so einem Film. Was war die Kombi Ari Aster und Taika Waititi, ne? Genau. Die zur Hälfte des Films dann quasi die Rollentausch. Als also diese Kombi finde ich aber noch das Allerinteressanteste an der ganzen Sache. Allein dafür will ich den Film sehen. Egal welchen Film. Von mir aus König der Löwen 2 Remake. Aber ja, das macht den Film interessant. Die Prämisse auch. An sich schon. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das plump werden könnte. Dass es dass es nicht so funktioniert, wie du das vorstellst mit den zwei Hälften. Dass der Schnitt zu krass ist. In der Mitte des Films. Eva Mendes passt nicht. Wir haben kein Ende. Ja, bewerten wir jetzt die Idee oder bewerten wir den nicht vorhandenen Film? Den nicht vorhandenen Film? Jetzt geht's aber los hier. Was soll ich dir denn 90 Sekunden denn erzählen? Ich hab dir schon mehr gegeben. Also. Ja gut, bewertet ihr, wie ihr es denkt. Ich gebe mal eine 3. Eine gut gemeinte 3. Die Geschichte wird mir recht geben. Das wird ein Kultfilm, ja. Ja. Christian, ja, deine Meinung? Ich bin immer noch so ein bisschen verzweifelt an der Grundidee, was jetzt die Leute zum Outen bringt. Das ist immer noch was mir sich so ganz erklärt, außer es ist halt so. Und das reicht mir nicht ganz als. Wie gesagt, das haben sie ja die Gruppe zusammengetan, die hatte diese Idee. Und dann hat sich das halt umgesprochen. Und irgendwann wurde es halt ein Phänomen. Ich meine, der Tag liegt ja 2 Jahre in der Zukunft, je nachdem, wann der Film eben gedreht wird. Und so lange haben Leute eben Zeit, sich das zu überlegen. Man wird da davor, wie gesagt, sind ja zwei Hälften. Also die erste Hälfte des Films geht ja auf diesen Tag zu. Also die Leute sprechen ja davor auch schon drüber, logischerweise. Ist wie Friday for Future, wo immer mehr Leute dazukommen und sich das rumspricht. Und dann macht das halt jeder freitags. Also wird so freitags wird für Klima gekämpft und Samstag wird sich geoutet. Es ist ein Montag, aber ja. Ach so, okay. Nein, ja, aber stellt euch nicht die, also ich stelle mir die Frage tatsächlich, was wäre, wenn es so einen Tag gäbe, aber offensichtlich bin ich da an der falschen Zielgruppe gelandet. Leute ohne Fantasie, gut. Ja, na, dann müsste man es aber vielleicht tatsächlich durch irgendwas, weil tatsächlich irgendein Stromausfall ist, der dann quasi auf magische Weise in Gang setzt, dass Leute sich nicht mehr mit ihrer sexuellen Orientierung verstecken müssen. Mit. Oder wollen. Naja, was, aber. Jetzt will doch keiner, aber wenn sie jetzt von der Gesellschaft verortet wird oder, so, von der, oder von der. Im zusammenhängenden Verbund trauen sie sich das dann eben, alle zusammen. Wie gesagt, wenn einer allein. Das war ja wie im Sport. Ich meine, Thomas Hitzelsberger, okay, aber war halt auch einer der wenigen, die es dann eben getan haben. Ja, aber was unterscheidet das dann jetzt quasi von einem Christopher Street Day, wo ja auch quasi schon eine homosexuellen, bisexuellen, trans, was auch immer, Bewegung mobilisiert und quasi eine Plattform darstellt. Also, naja, vielleicht traust du dich ja eher, wenn dein ganz normaler Nachbar das auch macht. Also, keine Ahnung, wir sind da wirklich die falsche Zielgruppe. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich denke, dass es durchaus Leute gibt, die eben ihre wahre Identität, es muss ja nicht mal auf Homosexualität bezogen sein, diesem Film jetzt schon, eben nicht ausleben, ein Familienleben nach wie vor leben, nicht aus sich rauskommen, sich nicht getrauen, vielleicht selbst nicht wissen, was mit sich anfangen, die AfD wählen und denken, ich bin noch schwul, das passt irgendwie nicht zusammen. Und da trauen sich dann eben alle Leute an einem Tag, weil sie denken, in der Gemeinschaft ist es eben einfacher. Nun merkt man dann eben, dass der Großteil der Gemeinschaft eben nicht so denkt und deswegen kracht halt die Welt im zweiten Teil zusammen. Okay. Na. Gut, meine Zweifel sind immer noch da. Ich, ja, du darfst auch vergebe haben, ich vergebe 2,5 Punkte. Na gut. Gucken wir mal, was Marius hier veranstaltet. Da habe ich ja Hoffnung. Ja.
Also wir hatten ja zwei Ideen mit Potenzial, dann kommen wir mal zu einer guten Idee, die ausgereift ist. Also, Moment, dazu muss ich kurz etwas öffnen und meine Zeit selber starten. Moment, der Timer will gerade nicht, wie ich will, weil ich werde jetzt auch etwas vorlesen. Es basiert nämlich auch auf etwas Geschriebenen. Vielleicht kennt ihr es. Und damit legen wir los mit meinem Pitch. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. So beginnt oder beginnt fast ein Gedicht von Loriot zu Weihnachten. Es geht nämlich um einen Weihnachtsfilm. Und zwar heißt er Christmas in Heaven, ein Film nach einem Gedicht von Loriot. Es geht darum, dass eine Försterin ihren Mann umgebracht hat, kurz vor Weihnachten, sie ihn dann zerstückelt und in Geschenkpapier einwickelt und Knecht Ruprecht gibt, sozusagen, während draußen alles ruhig ist und sie einen wunderschönen Abend verbringt und endlich froh ist, dass ihr Mann weg ist. Also eine sehr morbide Geschichte, die jetzt auch nicht zu ernst genommen werden soll, eine schwarze Komödie sozusagen. Der Film wird natürlich etwas ausgeweitet wie das Gedicht, weil da geht es wirklich nur um den Tötungsakt, das Geschenk verpacken und dann dem Herrn Knecht Ruprecht geben. Das muss alles ein bisschen ausgeschmückt werden. Es wird trotzdem kein langer Film. Trotzdem wird natürlich Regie führen Tim Burton, allerdings natürlich in seiner alten Stärke. Ich habe da an einen Look gedacht wie bei Nightmare Before Christmas, bloß in echt. Vielleicht kann er bei Disney irgendwie die Technik klauen. Wir haben Jennifer Jason Leigh als Försterin, die Nicolas Cage umbringt. Und Billy Bob Thornton, der als Knecht Ruprecht vorbeikommt und die Geschenke abholt, um es dann an kleine Waisenkinder zu verschenken. Die Köpfe und Arme und Beine des Herrn Cage. Das war Mad, der Pitch. mad. Ja, ist ein bisschen kurz, oder? Ich stelle mir vor, er geht ja eine halbe Stunde oder was soll da passieren? Nö, es geht, ja, so doch 70 Minuten. Es wird erstmal gezeigt, wie die beiden leben mitten im Wald, wie Cage immer seine Frau drangsaliert, ja, wie die überhaupt nicht miteinander klarkommen, aber als schwarze Komödie, also sehr, 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 sehr schwarze Komödie. Und dass es dann eben Jennifer Jason Leigh nicht mehr aushält und dann eben kurz vor Weihnachten ihren Mann umbringt, in einer Tarantino-esken Szene. Und Schnitt zu den Waldtieren, alles ist friedlich, alles ist schön, es ist Weihnachten. Und dann kommt eben der Schuhbrich vorbei und so weiter und so fort. Und man sieht vielleicht noch, wie er die Geschenke verteilt an Kinder, die sich freuen. Man sieht Jennifer Jason Leigh, die ja noch ihrem Mann aufisst, das habe ich noch gar nicht verraten. Als sonntägliches Bratenstück kommt nämlich in Loriots Gedicht noch drin vor. Also das Gesicht als Grundlage und dann ausgeweitet. Also mit der Grundidee hattest du mich, mit dem Kennt ihr das Gedicht Ausweiten überhaupt? leider nicht. Ja, ich glaube, irgendwo habe ich das mal gehört, tatsächlich. Ich habe es hier gerade gelesen. Ja, also wie gesagt, die Grundidee finde ich gut. Ich könnte es mir gut als Kurzfilm vorstellen. Man sieht, so wie sie am Tisch sitzt, Geschenke verpackt und nach sieht man dann, was sie halt richtig rein verpackt. Aber so mit dem Vor- und hinten dran. Also wie gesagt, die Das muss ja Grundidee finde nicht ich klasse. chronologisch gezählt werden. Also es kann ja immer so Das hin und her hast du springen. jetzt ja hier erfunden, ne? Also hier. Das steht hier ganz klar in meinem Word-Dokument. Also wie gesagt, als du angefangen hast, von dem Gedicht zu erzählen, das fand ich echt klasse. Das kann ich mir gut vorstellen. Nur so als abendfüllenden Film fehlt mir dann noch so ein bisschen was irgendwie. Kannst du mir nochmal erklären, warum normalerweise Knecht Ruprecht bringt ja die Geschenke, warum schenkt sie Knecht Ruprecht was? Da kann ich gerne die Stelle vorlesen, wenn du möchtest, wenn ich Ja. sie kurz finde. Nun muss sich die Försterin sich eilen, den Garten sauber zu zerteilen, ist auch sehr schön. Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Und Ah. dann sammelt er sozusagen für die Armen der Ärmsten noch Geschenke ein. Die sechs Pakete, Okay. heiliger Mann, ist alles, was ich geben kann. Und sieht man dann auch quasi, wie die Kinder die blutigen Stücke auspacken? Ja, man sieht dann so einen schönen Weihnachtsabend, ne? Die Kinder sind vor einem Mini-Tannenbaum zusammengekommen. Ist so ein bisschen Feuer im Kamin, im Waisenhaus. Aber alle husten so ein bisschen, manche sind auf Krücken. Und dann sehen sie sechs große Pakete, freuen sich wahnsinnig. Schnitt, Ende. Dann in der Abspannszene sieht man, wie sich alle draufstürzen und sie auffressen. Nein, Nein, okay. nein, nein, das ist die Fantasie des Zuschauers überlassen. Achso.
Ob die Kinder dann essen oder weil sie so einen großen Hunger haben oder einfach nur alle anfangen zu weinen, weil sie trotzdem keine richtigen Geschenke an Weihnachten bekommen haben. Oder alle einen mentalen Zusammenbruch erleiden. Genau, sich gegen, also sich dann selber abschlachten oder sowas. Irgendwie so. Ist dann Die dem Zuschauer große Frage ist überlassen. jetzt natürlich, was soll uns das über Weihnachten sagen? Ist natürlich auch Religionskritik drin, das habt ihr bestimmt schon Ja. rausgehört. Das ist ja sehr offensichtlich, ich weiß. Ist jetzt nicht so subtil. Es kommen natürlich auch mal Weihnachtslieder, ne? Also im Hintergrund laufen dann so, wenn die Naturaufnahmen sind, so Let it snow, let it snow, let it snow. Was soll uns das über Weihnachten sagen? Geschenke müssen von Herzen kommen. Oder aus Herzen bestehen. Ja, genau. Nein, es ist sozusagen Bad Santa nochmal auf die Spitze getrieben. Ja, also mit Billy Bob Thornton als König Ruprecht hast du mich natürlich. Ich habe mir Gedanken gemacht, ne? Bei der Ja. Besetzung. Nicolas Cage als Toter, der nur da sitzt und am Anfang seine Frau anbrüllt und dann zerstückelt wird. Boah, wie er sich da in Method Acting reinsteigern will, das bin ich ja gespannt. Er spielt die beste Leiche, die du je gesehen haben wirst. Und die lebendigste wahrscheinlich auch. Irgendwie fehlt mir da noch das Fleisch. Ja, mir tatsächlich auch. Also als Kurzfilm würde ich sofort abnicken, Oh ja. aber ich glaube, für einen Langfilm wird es eher schwierig. Ja, mir fällt jetzt auch nichts mehr weiter ein, was ich noch Ja, das ausschmücken beschreibt auch könnte. meine Meinung dazu ganz gut. Ja. Also wie gesagt, so 10-minütiger Kurzfilm sofort würde ich mich sehr, sehr drauf freuen. Wie gesagt, kann direkt losgehen mit der Szene, wie sie ihn schon abgeschlachtet hat von mir aus, wie sie nur da sind, Geschenke verpackt von mir aus und die dann verschickt, was weiß ich. Oder direkt mit der Abschlachtszene. Also ich brauche jetzt nicht noch irgendwie den Grund dafür, dass Nicolas Cage sie anschreit. Wäre mir dann auch egal. Aber so, das Drumherum habe ich jetzt noch nicht so. Ja, da ist ja nichts. Da fällt einem bestimmt was zu ein. Das ist ja Filmmaterial für die Story. Ja. Es soll ein launiger, gute Laune, schwarzhumoriger Weihnachtsfilm werden. Kein Kubrick. Ja, ich kann mir, also das, was du gesagt hast, kann ich mir schon vorstellen. Nur fehlt halt noch ein bisschen was, um dann einen ganzen Film draus zu machen. Dann gib doch mal Punkte. Ja gut, ich muss ihn jetzt ja als wie viel Minute, was hast du gesagt, 80 Minuten oder was? 3 80, ja, 70 Stunden? bis 80. 5-teiliger Fernsehfilm. Ja gut, ich gebe trotzdem 3, weil ich einfach Nicolas Cage als zerstückelte Leiche sehen will. Ja, dem schließe ich mich an und wenn du einen Kurzfilm draus machst, 20 Minuten, würde ich auf 4 erhöhen. Nee, mach ich nicht. Da ist Potenzial drin. Ich nehme die Dann musst du damit leben. 3. Ja, kann man Mach nur ich hoffen, dass in gerne. der zweiten Runde ein bisschen bessere Ideen von allen dreien kommen. So, in einem Podcast muss man auch spontan sein, deswegen, wir streichen die 90 Sekunden. Habe ich gemerkt, das ist Blödsinn. Für die zweite Runde haben wir jetzt, Christian fängt wieder an, genau, ja, warum nicht? 95 Sekunden. 92 wollte ich sagen, aber ich bin mal so nett. Nee, bald ich schon, aber es ist kein Zeitlimit. Okay. Gut, mein zweiter Film ebenfalls, wie schon angekündigt, eine Romanverfilmung und zwar von einem deutschen Roman namens Die Orangen des Präsidenten. Autor ist Abbas Kida. Der wurde 73 in Bagdad geboren, war Zeit seines Lebens, also seiner Jugend, wegen politischer Aktivitäten gegen das Regime von Saddam Hussein auf der Flucht, war insgesamt 11 Mal in Haft, ist dann irgendwann nach Deutschland gekommen. Und hat so ein bisschen seine Autobiografie in seinem zweiten Buch, eben Die Orange des Präsidenten, verewigt. Und das erzählt die Geschichte eines jungen Mannes in Bagdad namens Mahdi, der gespielt wird bei mir von Dar Salim, der am Tag seiner letzten Abiturprüfung durch ein Missverständnis, durch so einen Zwist mit zwischen zwei Nachbarn im Gefängnis landet und dort mehrfach gefoltert wird und über ja längere Zeit, mehrere Monate dort festgehalten wird. Am Ende bricht dann der erste Irakkrieg aus, also die Amerikaner marschieren ein und er entkommt, schlägt sich noch so ein bisschen durch und landet letztendlich in einem Flüchtlingsheim, in einer Flüchtlingsunterkunft oder in einem Lager, Auffanglager. Und der Twist oder das Besondere ist eben, dass sowohl im Buch als auch im Film immer wieder Rückblicke auf seine Zeit als Taubenzüchter in Bagdad sind. Die sind im Buch sehr poetisch verfasst, sehr traumhaft, sind dann im Film entsprechend auch als Traumsequenzen, als Rückblicke quasi zu sehen oder inszeniert.
sind sehr hell, sehr romantisch, sehr verklärend, sehr ja, poetisch eben. Und dem steht eben diese harte Zeit im Gefängnis mit Folter, mit quasi nichts, was die dort gefangen haben, gegenüber. Und das Ganze gibt so ein bisschen Einblick in den Irak zur Zeit von Saddam Hussein, also so um 1990 rum, und thematisiert eben die Folter, Fluchtursachen, die Kultur vor Ort und das alles, um eben auch so ein bisschen das Verständnis dafür zu entwickeln, warum begeben sich Menschen auf Flucht, wie sind solche Regime aufgebaut. Das Einzige, was mir jetzt noch nicht wirklich greifbar geworden ist, ist ein Regisseur. Ich hatte an Catherine Bigelow gedacht, aber vielleicht könnt ihr mir da ja einen besseren Vorschlag liefern. Michael Haneke. Ah, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Zur Not, nee, dann würde ich eher Catherine Bigelow nehmen. Ja, aber sieht man jetzt in dem Film den Jungen oder spielt er nur so eine Nebenrolle? Oder wie sieht man jetzt da Bagdad und alles drum und dran? Na, Bagdad sieht man in den quasi in den Rückblicken in seiner Zeit als Jugendlicher. Und ja, ansonsten siehst du das Gefängnis halt hauptsächlich von innen. Die entbehrungsreiche Zeit dort drin. Der Regisseur von Taxi Teheran vielleicht? Weiß ich nicht, wie er heißt. Der ist Iraner, das wird schwierig. Oder sehr spannend. Ja, es geht halt in dem Buch, wird auch so ein bisschen der Krieg mit dem Iran, zwischen Irak und Iran angerissen. Das könnte schwierig werden, glaube ich. Okay, einen irakischen Regisseur kenne ich nicht. Ja, ich leider auch nicht. Aber muss der Film im Irak spielen? Ich meine, das ist ja eine sehr universelle Geschichte, so wie du es jetzt gerade vorgestellt hast. Die könnte ja in sehr vielen Teilen dieser Welt spielen. Ja, könnte man auch, aber dann ist natürlich das, was im Titel erwähnt wird, die Orangen des Präsidenten, das fällt dann natürlich raus. Das kann ich ja verraten, das ist ein sehr krasser Moment in der Mitte des Romans, in der Mitte des Buchs, wo, ich glaube, Hussein hat an dem Tag Geburtstag und dann werden alle Gefangenen in einen Saal geführt und es wird gesagt, hier, unser gütiger Präsident hat ein Geschenk für euch und es erhoffen sich schon alle, oh, hoffentlich werden wir jetzt freigelassen, weil natürlich steckt hinter den ganzen Anklagen bei den meisten nichts und am Ende bekommen sie dann eine Kiste mit ganz vielen Orangen. Das könnte man aber zum Beispiel auf Nordkorea ummünzen und dann einen gewissen Südkoreaner, den wir schon erwähnt haben, die Regie führen lassen. Und dann beginnt der Dritte Weltkrieg wahrscheinlich nach dem Film. Man könnte ja auch den orangenen Präsidenten nennen und dann spielt es halt in Amerika. Ja, und in Guantanamo Bay oder so. Oder die Banane des Präsidenten und es spielt in Ostberlin vor der Wende. Das haben wir noch nie gehabt, dass wir einen Film in der Zeit. Ja, aber was passiert denn im Knast? Wird er einfach die ganze Zeit ausgepeitscht? Oder naja, das, was wahrscheinlich bei vielen in diesen, auch jetzt in Syrien wahrscheinlich jetzt vielfach passiert ist, da sind halt Menschen, weil sie was Unangenehmes getan haben oder irgendwas, was dem Regime nicht gefällt, werden die halt inhaftiert und einfach nur die ganze Zeit gefoltert, der Folter wegen. Ja, aber das sieht man auch einfach, sieht man so im Film oder eine halbe Stunde. Ja, natürlich, also man sieht auch die Folter, natürlich. Das muss ganz klar gezeigt werden. Wenn es, weiß ich nicht, je nachdem, was für eine Altersangabe wir anpeilen wollen, wird es halt bei den ganz krassen Sachen dann halt weggeblendet und der Imagination des Zuschauers überlassen. Aber das Folter auf jeden Fall schon so ein Fünftel bis ein Viertel vom Film einnimmt, das steht auf jeden Fall fest. Es gibt Filme, die ja nicht größtenteils, aber sehr lange Szenen im Gefängnis haben und die auch gut funktionieren. Daher kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass man da Zeit, ich sag jetzt ganz abfällig, überbrücken kann, aber das auch spannend inszenieren kann, einfach das Foltern, das Sitzen. Ist natürlich immer die Gefahr hin, dass die Szenen dann nicht so rauskommen wie gewünscht, sondern eher so als Torture-Porn sozusagen gesehen werden. Naja, das kommt natürlich darauf an, wie du es inszenierst, ne? Also ob du es jetzt zum Spaß inszenierst oder halt ernst. Ich glaube, da, wenn man da einen fähigen Mann hat oder eine fähige Frau im Fall von Catherine Bigelow, dann sollte das auch auf jeden Fall was werden. Aber natürlich im Gefängnis spielt dann auch noch die Beziehung zwischen den ganzen Gefangenen eine Rolle, weil die werden nicht in Einzelzellen untergebracht, sondern die müssen dann irgendwie alle in Gruppen von 30 Personen oder so müssen die sich eine Zelle teilen, eine große. Und dann nackt auf dem Boden schlafen. Und dann findet da natürlich auch der Austausch statt und du bekommst so einen leichten Einblick auch in die anderen Lebenswelten der Gefangenen. Mhm, ja. Ja, die können ja vielleicht dann auch so Rückblenden erzählen, dass dann irgendwie so ein,
ich will deine Idee jetzt nicht umschreiben, aber dass dann sozusagen auch verschiedene Erzählstränge da aufgemacht werden. Oder dass sein Erzählstrang sozusagen die anderen dann auch irgendwie über Wasser hält, irgendwie motiviert weiter zu überleben. Ja, das kann man gut machen oder voll verkacken. Das ist ja immer der Fall. Also mich erinnert es irgendwie an The Breadwinner, den hast du ja gesehen, quasi die Geschichte des Vaters, wo er dann ins Gefängnis kommt. Also halt aus einer anderen Perspektive. Ja, tatsächlich, ja, so ungefähr. Ja, so stelle ich mir das jetzt vor. Ich mag Gefängnisfilme. Ich weiß noch nicht so ganz. Ich glaube, er könnte sehr gut sein, nur irgendwie fehlt mir da so ein bisschen, was da jetzt genau passiert. Wer war Hauptdarsteller? Den habe ich jetzt Dar Salim mir rausgesucht. Den kennt man vor allem, also ich glaube, der ist gebürtiger Iraker, aber er ist vor allem in Dänemark aktiv als Schauspieler. Kennt man unter anderem auch aus Game of Thrones, aus der großartigen dänischen Serie Borgen oder aus Darkland letztes oder vorletztes Jahr. Was spielt er in Game of Thrones, damit ich seinen Kopf im Gesicht habe? Game of Thrones ist in der ersten Staffel der eine Reiter von Khal Drogo, der am Ende, glaube ich, gegen Jorah Mormont verliert. Okay, alles klar. Ach, das ist ja aus Jerks. Ah. Ach ja, genau, in Jerks hat er auch irgendwie mitgespielt, genau. Okay, ja gut. Ist das Ganze ein deutscher produzierter Film? Nee. Das können wir dann uns noch überlegen. Je nachdem, wer die meisten Fördergelder gibt. Ja, sehr wahrscheinlich Deutschland, so wie ich die kenne. Vor allem geht es ja da ein bisschen um Politik und sowas. Pro Flüchtling, da geben sie dann, glaube ich, schon ein paar Euro aus. Werden die Bagdad 10 dann auch in Leipzig gedreht? Ja, das sieht ja auch aus wie Bagdad teilweise noch. was macht er denn in diesem Bagdad 10? Er ist Taubenzüchter. Genau, er ist Taubenzüchter, du hast so ein bisschen die Kultur, die hast auch so ein bisschen poetisch und der philosophiert so ein bisschen über das Leben an sich und über die Freiheit und wie gesagt, Einblick in die Kultur, in den Freundeskreis, in das alltägliche Leben. Das sind sozusagen Geschichten, damit die Leute, also damit die irgendwie überleben sozusagen, wie bei Das Leben ist schön. So ungefähr, ja. Ich mag Das Leben ist schön. Ja, er scheint jetzt nicht so überzeugt, aber ihr habt aber auch nichts wirklich dagegen, oder? Also. Ja, also auch nichts Neues, Großartiges, Originelles oder sowas, deswegen tue ich mir da so ein bisschen schwer. Ja, wie gesagt, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern George Clooney vor der Kamera haben, wenn ich kreativ wäre. Du kannst ja auch kreativ sein und erfolglos. Das gibt's genug. Sieh dir unseren Podcast an. jetzt kommen wir mal zu der Punkteverteilung. Also ich finde die Idee ganz gut. Umsetzung könnte es hapern. Regisseur, ja, Kevin Bigelow ist jetzt nicht so meine Favoritin. Ja, du hast recht, ich habe nicht wirklich was dagegen. Ich hätte nur 1000 Szenarien im Kopf, wie es in die Hose gehen könnte. Also das ist ja irgendwie immer so. Ich gebe den nochmal 3,5, auch wenn es langweilig ist. Ist es grundsolide, gut, würde ich mir anschauen. Das reicht mir. Und vielleicht hat Benny ja mehr für mich. Das bezweifle ich. Ja, was soll ich groß sagen? Also ich bin halt wieder nicht vom Hocker gehauen. Aber gut, wer hat es schon erwartet, dass jetzt irgendeine Idee des Lebens kommt, wo alle runterspringen und sagen, das müssen wir direkt verfilmen. Weil ich mal wieder halt den Roman nicht gelesen habe. Also wir wissen jetzt, es gibt Szenen im Knast, er wird gefoltert, es gibt ein paar andere Gefangene und es gibt halt Szenen außerhalb des Knasts, wie er halt so lebt. Aber so wirklich was passiert. Ja, und am Ende noch die Flucht. Und am Ende noch die Flucht über Land und bis dann. Hä? Hast du davon vorher was gesagt? Das hatte ich gesagt, genau. Dass dann noch der Irakkrieg die Amerikanermaschine noch ein und er entkommt und landet dann am Ende in einem Flüchtlingsaufnahmezentrum dort an der Grenze. Und wird weiter gefoltert. Nein, dort schreibt er dann seine Memoiren auf. Also wenn er. Hättest du jetzt gesagt, er kommt nach Amerika und wird da erst recht gefoltert oder sowas, dann hätte ich ihm jetzt 4 gegeben. Jetzt gebe ich ihm. Schwierig. Ja, da ich mir so ein bisschen eine Breadwinner die Stimmung da vorstelle, gebe ich jetzt 3,5. Aber bin ich selbst nicht so von überzeugt. Aber wenn noch mehr Folter drin vorgekommen wäre, dann hättest du 4 gegeben, oder? Nein, dieses Folter von den Amerikanern. Genau, dieses bittere Ende. Er denkt, boah, ich bin gerettet, endlich raus. Dann kommt er nach Amerika und merkt, Amerika ist das größte Shithole auf der ganzen Erde. Vor allem als Iraker. Und da geht es ihm halt noch schlechter. Das fände ich ein sehr, sehr bitteres Ende. Hätte ich cool gefunden. Dann holen wir Clint Eastwood als Regisseur.
Ui. Das wäre eine Option, ja. Ja, dann hast du es aber, also, obwohl, kommt drauf an, welcher Stimmung der alte Herr ist. Ob er in Gran Torino-Stimmung ist oder in American Sniper-Stimmung. Und in Amerika wurde von Chevy Chase gefoltert, dann kriegst du sogar 4,5 Sterne. Ja, nee, ich gebe jetzt 3,5. Also man kann vieles aus der Idee machen. Die Idee an sich, ja, finde ich jetzt nicht so brachial, aber ich kann mir da einiges drunter vorstellen, deswegen gibt es dann die 3,5. Gut, dann gucken wir mal, ob deine Idee, was hast du gesagt, brachial ist. Das musst du jetzt erstmal unter Beweis stellen. Ja, das Problem ist, Christian wird mir gleich wieder um die Ohren hauen. Ja, warum ist denn das so? Wie kam es jetzt zu diesem Punkt? Deswegen sage ich gleich, wir befinden uns in einer Zukunft, wo das eben so ist, was jetzt hier passiert. Bevor jetzt gleich wieder die Schreie loswerden. Wie gesagt, es geht um Was-wäre-wenn-Filmideen. Gut, also wir befinden uns in einer Welt, in der viele verschiedene Länder aufgeteilt sind, wie momentan. Aber das Besondere daran ist, die Länder unterscheiden sich nach ihren Herrschaftsformen, politischen Prinzipien und in den Staatszielen. Also es gibt zum Beispiel ein Land, in dem gibt es parlamentarische Demokratie plus bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel. Dann gibt es ein anderes Land, in dem herrscht Erbmonarchie. Dann gibt es einen Polizeistaat, eine Diktatur und so weiter und so fort. Also für alle verschiedenen Herrschaftsformen, die man sich vorstellen kann, gibt es eben ein Land auf der Erde. Und es wurde irgendwann in einer Zukunft eben so eingeteilt, wenn man sich dachte, so wie es momentan abläuft, kann es nicht weitergehen. Die Leute sind immer gegeneinander, man findet keinen Konsens, deswegen wurde es eben aufgeteilt. Und es läuft so ab, dass man bis zu seinem 21. Geburtstag lebt in einem Grundland, das ist ein bisschen größer als alle anderen. Das ist aber eher so, da gibt es halt eine Schule und die erklärt, bereitet einem aufs Leben vor, so mehr oder weniger, aber im Endeffekt erklärt es nur diese verschiedenen Länder. Und nach diesen 21 Jahren, sobald man 21 geworden ist, beziehungsweise muss man sich für ein Land entscheiden und in dem bleibt man dann sein ganzes Leben. Was scheiße ist, ist aber in dieser Welt so und wird auch ab und zu mal so im Hintergrund thematisiert. In diesem Film begleiten wir ein Zwillingspärchen. Es beginnt bei der Geburt und die Kamera ist immer auf diese zwei gerichtet in dem ersten Drittel des Films. Man sieht sie in der Schule, man sieht eben Filme, wie so die Länder vorgestellt werden, so wird der Zuschauer quasi auch in diese Welt eingeführt. Und dann sprechen sie ab und zu mal mit anderen darüber, ja, für welches Land entscheidet ihr euch denn, wo wollt ihr denn hingehen und so weiter und so fort. Irgendwann ist man dann am 21. Geburtstag und wer jetzt anders gedacht, sie entscheiden sich für unterschiedliche Formen. Der eine geht in eine Diktatur, wenn er sagt, ja, er hat eigentlich, weil die haben die beste Werbung einfach gemacht, da sieht alles immer schön aus, wie die sie zeigen, alle sind auf einer Wellenlänge, der Diktator entscheidet immer sehr gut, die haben halt einfach eine gute Werbung und er denkt sich, ja, da muss er jetzt nicht so viel machen, er muss nicht viel denken, jemand anders denkt für ihn. Und der andere geht in eine eben, ja, demokratische Republik, so wie wir es eben von Deutschland ungefähr kennen. Und dann beginnt die Kamera sich zu splitten, sobald sie sich verabschieden und sie geht in zwei Hälften. Wir sehen, könnte für den Zuschauer ein bisschen anstrengend werden, aber man kann sich auch zweimal angucken, wenn man sieht, auf der linken Bildhälfte sieht man eben den einen Zwillingsbruder und auf der rechten Bildhälfte sieht man den anderen Zwillingsbruder, wie sie eben ihr Leben leben in diesen verschiedenen Herrschaftsformen. Der eine merkt zum Beispiel, dass die Diktatur nur so schön ist, weil die Leute, die eben was dagegen sagen, direkt umgebracht werden beispielsweise. Und das dann doch eben viel Werbung ist. Aber er hat sich eben dafür entschieden. Lebt da eben, lebt sein Leben. Der andere in der Demokratischen Republik, ja, ist auch nicht so zufrieden, weil da müssen halt immer Kompromisse gefunden werden. Aber so läuft es halt ab und so weiter und so fort. Und irgendwann, wie soll es auch anders sein, startet ein Land, welches genau, ja, müsste ich mich jetzt noch entscheiden, einen Krieg, um eben den Rest davon zu überzeugen, dass sie die beste Herrschaftsform überhaupt haben. Also das typische Sendungsbewusstsein, wie es eben auch schon Großbritannien mit ihren Kolonien damals hatte oder auch schon Deutschland diverse Mal in der Geschichte. Dem Diktatorbruder ist es so ein bisschen alles scheißegal, mischt sich nicht großartig ein. Und der andere, na gut, sagt man, die Demokratische Republik startet diesen Krieg und der andere Bruder kämpft eben mit, weil er eben auch die Demokratie als beste Herrschaftsform überhaupt ansieht. Und dann stehen sie sich irgendwann gegenüber und müssen sich dann eben entscheiden. Und der eine stirbt durch die Hand des anderen. Wer wen umbringt, möchte ich noch nicht spoilen. Die eine Bildschirmhälfte wird schwarz. Der andere muss damit erstmal leben. Und irgendwann begibt er sich dann an das Grab des anderen, weil die ganze Welt ist zusammengebrochen. Wie im vorigen Film auch schon. Und dann wird die Kamera wieder im Widescreen gefasst und dann ist der Film zu Ende. Regisseur ist, ich halte sehr viel von ihm, er hat nämlich im Film Cloud Atlas die besten der verschiedenen Abschnitte zu verantworten, nämlich Tom Tykwer. Es wird eine deutsche Produktion, endlich fließen mal deutsche Filmfördergelder
in eine etwas große Produktion, die etwas anders ist, die sich mit der Welt, wie sie ist, wie sie sein könnte, auseinandersetzt. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Schauspieler habe ich mir jetzt noch keine ausgedacht, weil man braucht die in verschiedenen Zeitepochen. Deswegen nimmt man am besten welche, die noch nicht so bekannt sind. Aber es soll alles nicht so deutsch sein, so Theaterschauspielermäßig, sondern schon richtige Schauspieler sein. Also, du hast jetzt ein relativ kompliziertes Szenario aufgemacht oder ein relativ weit gefasstes Szenario. Und was da drin spielt, ist ja eine sehr simple Geschichte, die man schon so gesehen hat. Und jetzt, wie du ja schon selber gesagt hast, wie sollte es anders sein? Die entscheiden sich halt für verschiedene Länder. Wie soll es anders sein? Die einen fangen jetzt einen Krieg an. Wie soll es anders sein? Der andere stirbt halt durch die Hand des anderen. Also auf Story-Ebene... Geschichte wiederholt sich, ja. Ja, nee, auf Story-Ebene holt mich der Film gar nicht ab. Das Szenario an sich finde ich da schon interessanter, wobei ich mir denke, zum Beispiel, in welchem Land wachsen die denn auf? Es gibt so ein neutrales Land, wo die dann alle aufwachsen, weil sonst das wird ja die Diktatur, alle, die in der Diktatur aufwachsen... Ja, hab ich doch gesagt, es gibt ein neutrales Land, aber da gibt es natürlich von jedem anderen Land, gibt es halt immer wieder Leute, die machen auch Werbung, so wie halt momentan auch für verschiedene, für Mercedes oder sonstiges, wo halt Werbung gemacht wird. So machen halt die Länder auch Werbung, weil sie wollen natürlich, dass die Leute zu ihnen kommen. Ja, aber die Kinder aus dem Diktatorenland zum Beispiel, der Diktator würde doch niemals erlauben, dass die Kinder was anderes sehen. Also da sind noch die so Kinder ein paar... Die Kinder wachsen ja nicht... Nein, wenn Kinder geboren, die Kinder... Ja gut, habe ich nicht dazu gesagt, die Kinder müssen werden in diesem Land geboren, in diesem Mittelland. Aber die Eltern gehen halt wieder weg. Die Eltern lernen ihre Kinder halt nie kennen. Das ist das Prinzip quasi. Aber die Leute Eltern haben bekommen doch die... Aber die Eltern machen doch die Kinder sozusagen in ihrem Land? Nee. Die Kinder... Gibt's nur ein Bett im ganzen... auf der ganzen Welt, wo die das dann machen müssen und dann wird das, die schwangere Frau sofort abgeholt. Ja, man kann sich entweder vorstellen, dass die Schwangeren in dieses Land eben dann reisen müssen, um die Kinder bekommen zu dürfen, oder die Kinder werden ihnen halt eben direkt im Krankenhaus weggenommen und dieses Land geschickt, und da haben sich halt alle mit abgefunden, weil so läuft das eben. Das wird ja auch kritisiert in diesem Film, das ganze System, oder man kann es darüber sich Gedanken machen, aber es ist halt so, dieses System, ja. Oder, weil es ja eh in der Zukunft spielt, kann man vielleicht irgendwie damit spielen, dass Geburtenrate quasi auf Null sinkt und Menschen jetzt nur noch im Labor gezüchtet werden können und das nur an diesem Grundland quasi stattfindet. Wäre auch eine Idee. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass halt, wenn du ganz viele Staatsformen hast, dass dann manche Staatsformen da nicht mitmachen. Also ich, mit diesem neutralen Land sozusagen. Also ja, das, im Gegensatz zu deinem Szenario ja vorher. Den Krieg. Irgendwann haben sie sich halt dafür entschieden, das so zu machen, weil sie sich dachten, da kann jeder sich das Land aussuchen, was zu ihm am besten passt. Was natürlich Quatsch ist. Mit 21 kannst du dich entscheiden, wo du dein ganzes Leben lang leben willst. Aber das ist ja genau das, was heute auch schon ist, weil du musst dich mit 21 auch ungefähr entscheiden, was du beruflich machen willst. Oder in anderen Ländern, was du da machst, ist halt dann dein ganzes Leben lang so. Also der Film ist halt sehr gesellschaftskritisch auf allen Ebenen. Ja, vor allen Dingen ist ja ein bisschen zu sehr, also wohl dein Was-wäre-wenn-Szenario beim ersten Mal fand ich klar schlüssig, sozusagen. Das konnte ich mir noch so ungefähr zusammenreimen, auch wenn es natürlich niemals so passieren wird. Da sind jetzt mir zu viele Wenns, muss ich sagen. Für was wäre, also es ist zu viel, was wäre, wenn. Also ich finde das, ich habe den gegenteiligen Eindruck. Ich fand seine Idee aus dem letzten Film war ganz nett, aber nicht bahnbrechend. Aber die Idee jetzt finde ich tatsächlich so gut, wenn man da noch ein bisschen dran feilt, dann hat das einen Haufen Potenzial für richtig spannende Geschichten. Benny, du hattest was gesagt, dass am Ende, wenn einer der Brüder stirbt oder einer der Zwillinge, wird eine Bildschirmhälfte schwarz. Ist der ganze Film im Splitscreen gedreht? Also wie gesagt, am Anfang, man sieht halt die Zwillinge immer zusammen am Anfang. Ja. Und da weiß man es noch nicht, aber sobald sie sich sie umarmen sich ein letztes Mal und verabschieden sich dann. Und ab der Verabschiedung wird Splitscreen, genau. Okay, das finde ich geil. Auch der, nee, ich nicht. Ich tatsächlich, also was mit dem Ton? Das ist eine gute Frage, und das machen wir so, dass er quasi in Stereo gefilmt ist, und kannst dich halt entscheiden dafür. Im Kino? Im Kino, ja. Krieg mal Kopfhörer aufgesetzt. Das ist eine ganz neue... Ja, du machst es halt von der Inszenierung her so, dass halt in dem Moment, wo der eine spricht, spricht der andere halt nicht, also... Oder so. Ja, genau, dann muss man es nämlich so machen, dass man sich immer auf eine Bildschirmhälfte sozusagen zumindest fürs Hören konzentrieren kann und für die Story, und auf der anderen irgendwie was Alltägliches abgeht, wo man auch hingucken kann und irgendwie kleine Sachen entdecken kann oder was, etwas, was die Welt noch weiter vertieft. Aber wenn man gleichzeitig beide Hauptstories gleichzeitig laufen lässt, das finde ich sehr problematisch. Es gibt ja dieses Spiel, wie hieß das? No Way Out. Genau, da hat es ja auch funktioniert, auf gewisse Art und Weise zumindest. Dann gibt es einen Film, wo in vier Teile sogar aufgesplittet wurde, dessen Name mir gerade leider auch nicht einfällt, wo auch ja mehr oder minder zumindest funktioniert. Ich sehe deine Problematik. Also wie gesagt, man könnte den Film entweder so aufbauen, dass man quasi zweimal gucken muss,
um alles zu sehen. Oder man macht so, wie es Christian gesagt hat, finde ich auch eine gute Idee, dass man das eben so aufsplittet, dass halt immer auf einer Seite das Wichtige passiert. Und wie du gerade gesagt hast, Marius, auf der anderen Seite halt irgendwas im Hintergrund. Man erfährt was von der Landesgeschichte oder von sonst irgendwas. Oder wo man nicht drauf achten muss unbedingt, aber man kriegt halt mehr Input, wenn man eben da hinguckt. Aber das zumindest. Aber sag mal, du hast dich schon ein bisschen von Divergent inspirieren lassen, oder? Ja gut, diese Welt, das ist ja Jugendroman schlechthin. Das passiert ja in jedem zweiten Jugendroman. Das ist ja auch, könnte man auch irgendwie, die Distrikte bei Tribute von Panem funktionieren ja auch ähnlich, sage ich mal. Also klar, es ist jetzt nicht was brachial Neues. Na gut, da wird man hineingeboren. Ne, also. Aber bitte? Ich meine jetzt bei da wird man ja hineingeboren. Aber ich meine jetzt bei Divergent gibt es ja auch diese vier Kasten. Und du dich entscheidest. Am Ende entscheidet man sich dann dafür, wo man hingeht. Genau. Habe ich das mit dem Krieg richtig verstanden, dass die Demokratie gewinnt, aber nur durch einen blutigen Krieg? Ja, so wie es in der Welt halt auch abläuft, ja. Und die gewinnt ja nicht. Also das, man sieht, der Film hat jetzt kein Ende, dass irgendjemand gewinnt. Es gibt auch kein Happy End oder sowas. Sondern es gibt halt einfach wieder Krieg. Das basiert so ein bisschen auf der South Park-Trilogie Go, God, Go, wo die Welt, obwohl es keinen Gott gibt, trotzdem wieder schafft, Kriege auf andere Art und Weise zu beginnen. Weil der Mensch, wie ich finde, wahrscheinlich immer einen Grund findet, Krieg gegen sich selbst zu führen. Warum auch immer. Was sehr traurig ist. Ja. Ja, hat Potenzial, aber also, okay. Ich sag einfach mal so, die Welt hat mir zu viele Events, da muss man noch ein bisschen in die Tiefe gehen, hat aber Potenzial. Alles, was du so ausgeschmückt hast, gefällt mir. Die Splitscreen-Idee fand ich am Anfang scheiße, aber jetzt, wo man so drüber nachdenkt, wenn man das wirklich ein bisschen besser aufteilt und nicht haargenau gleichzeitig abläuft, finde ich das auch gut. Dann gleichzeitig aber so eine, ich wollte jetzt lieblose Geschichte sagen, aber das ist gemein, so eine stringente, ja, Einheitsgeschichte, Einheitsbrei-Geschichte zu erzählen, finde ich jetzt nicht so geil. Also die Story in der Geschichte finde ich wirklich... Ich kann dir mal sagen, was hier steht an meinem Punkt, da steht drei Punkte. Überleg dir was Gescheites, Ausrufezeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Weil, ja, für diese Geschichte in der Geschichte habe ich es nicht so perfekt gefunden. Also es müssen auf jeden Fall diese Zwillinge sein. Aber was die genau erleben, ja, da gebe ich dir recht, das ist natürlich jetzt nichts Ausgefallenes. Da muss vielleicht irgendwie einer schon abgeschossen werden in der Mitte, dann geht der Bildschirm auf schwarz und wacht dann später aber nochmal im Krankenhaus auf und dann wird er wieder angemacht, sowas irgendwie. Damit kann man ja sehr, sehr viel spielen mit der Idee und mit dem allen, aber die Geschichte hast du jetzt nun mal gesagt und die muss ich jetzt so bewerten. Ja, nö, ist okay. Das da macht das. Und deswegen gebe ich... Ich kann nur 3 geben, sorry. Danke, ist okay. Nehme ich. Also ich finde, wie gesagt, die Prämisse sehr interessant und ich habe ja auch nicht diese Fragen von vorhin, wie das eigentlich passiert, weil das kann man sich, glaube ich, ganz gut zurechtbiegen, einfach aufgrund historischer Entwicklungen und aufgrund dieser und jener Faktoren ist es halt so gekommen, dass es jetzt 20 Länder gibt, jeder ist mit einer unterschiedlichen politischen Form. Hat viel Potenzial. Ich finde die Idee mit den Zwillingen, die in unterschiedliche Strukturen geraten, auch interessant. Das, was sich dann daraus ergibt, was du geschildert hast, war ein bisschen einfallslos. Da kann man bestimmt noch was anderes finden, außer dass Krieg ausbricht und sie sich gegenseitig umbringen müssen. Weil ich glaube, wenn sie sich dann gegenseitig am Ende auf dem Feld gegenüberstehen, das kippt schon so leicht über den Rand des Klischeehaften. Tom Tykwer können wir auch nochmal debattieren, aber ich gebe dir glatte 4 von 5 Punkten. Dankeschön. Das nehme ich doch gerne an. Das war bis jetzt die höchste Wertung, glaube ich. Das muss ich jetzt toppen. Ja, mach mal. Hast du ihm nicht für seinen letzten auch 4 Punkte gegeben? Nee. Na gut. Doch, gerade, nee, Christian hatte doch gerade 2x3,5, oder? Ja. Ich habe ihm 2x3,5 gegeben, ja. Und dir habe ich 3 und ich weiß schon gar nicht mehr was. Bei der schwulen Idee, 0. Das hören wir nochmal nach. Das weiß ich gar nicht mehr. Das hören wir nochmal nach. Ist schon eine Stunde her fast. Hätten wir mal aufschreiben sollen. Ja, stimmt, am Ende müssen wir, egal. Die Zuhörer können ja bewerten, falls ihr das noch nicht getan habt. Tut es noch nicht, denn ihr hört ja noch die beste Idee. Nämlich jetzt. Meine zweite Idee taufe ich auf den Namen Best Movie Ever. So heißt der Film. Und zwar, der Film beginnt, wir stehen am Grab von Stanley Kubrick.
Die Kamera schwenkt um auf Tom Cruise, der im Regen steht mit einem Regenschirm und auf das Grab schaut. Und sein Produzentenkumpel kommt vorbei, gespielt von Brad Pitt, der sich wundert, dass er so im Regen beim Grab steht und fragt, ob das ein Verwandter von ihm ist. Tom Cruise sagt nein. Du Idiot, das ist Stanley Kubrick. Wie bin ich eigentlich mit dir hier in das Produzentengeschäft geraten? Du kennst kaum Filme. Und man erfährt sozusagen nach und nach, dass die beiden Produzenten sind, die erfolgreich sind von ganz Hollywood. Tom Cruise spielt einen Produzenten, der ja das Film, das, die Filme liebt, der ist Cineast, der geht sonst immer in Programmkinos, ist riesen Kubrick-Fan. Und Brad Pitt ist Produzent, weil er Geld verdienen will und keine Ahnung von Filmen hat, aber seinen Job ganz gut macht als Co-Produzent sozusagen von Tom Cruise Film. Tom Cruise hat aber die Nase voll von Kohle scheffeln und nur fürs Geld Filme machen. Deswegen will er den besten Film aller Zeiten drehen. Er haut all sein Geld zusammen, er tut alles, was er kann, zusammenziehen, um genug Kohle zu haben, um die besten Drehbuchautoren zu haben, um die besten Regisseure oder besten Regisseur zu haben, die besten Schauspieler, die besten, also alles, was sozusagen in den letzten Jahren in Hollywood Rang und Namen hat und die Oscars sozusagen gewonnen hat, will er zusammentrommeln, um den besten Film aller Zeiten zu machen. Deswegen geht er zusammen mit seinem Kumpel auf eine Art Roadtrip sozusagen quer über die halbe Welt, um eben Leute zu engagieren. Sie treffen zum Beispiel Francis Ford Coppola, der ihnen so weise Worte sozusagen mitgibt, wobei der Produzent von Tom Cruise kein Wort mehr aus dem Mund bekommt, weil er halt Francis Ford Coppola trifft und deswegen komplett eingeht. Und daneben aber der Produzent zum Beispiel von Brad Pitt ganz normal mit Francis Ford Coppola redet und sagt: Hey, wir haben da so tolle Nachwuchsschauspieler. Jetzt fällt mir kein dummer Nachwuchsschauspieler ein aus Hollywood. Hier, wer ist der Sohn von Clint Eastwood? Scott. Scott Eastwood, genau. Hier, der hatte doch Potenzial oder sowas. Und sie fahren weiter zu Jack Nicholson oder sonst wem. Und gibt aber einen Gegenspieler, gespielt von Sigourney Weaver, eine Gegenproduzentin sozusagen, die immer den etwas schlechteren Film sozusagen rausbringt oder den etwas kommerziell schlechteren Film wie Tom Cruise und sozusagen davon Wind bekommt und es verbreitet sich auch durch Hollywood wie ein Lauffeuer, dass dort der beste Film aller Zeiten entsteht, dass immer mehr Leute zusagen zu diesem Film und sich eine Allianz sozusagen aufbaut, um einen Riesenfilm zu erstellen. Und Sigourney Weaver kommt von einer Firma, nennen wir sie Dolt Risney oder so ähnlich, und sozusagen immer den Film torpedieren will. Der Film kommt einmal raus, gleichzeitig mit einem Remake-Film, deswegen floppt er. Daraufhin will sich Tom Cruise das Leben nehmen. Jedoch erfährt er vorher noch, dass den Remake-Film, dass der nach ein paar Wochen wieder alle vergessen haben und sein Film immer weiterläuft, langsam zum Kultfilm avanciert und er sozusagen am Ende merkt, dass das beim Filmemachen viel wichtiger ist als Geld. Ihr wollt jetzt wahrscheinlich fragen, was in diesem besten Film aller Zeiten vorkommt, ne? Das ist der MacGuffin. Das, nö, eigentlich nicht. Aber das Ende verstehe ich nicht so ganz, was du jetzt gerade gesagt hast, weil im Prinzip der Film besteht ja nur aus den besten Schauspielern und was weiß ich, was nicht der Welt und ist wahrscheinlich mit dem größten Budget aller Zeiten zusammen gestaucht worden. Das passt ja da nicht so ganz mit der Aussage dann zusammen. Also was ich im D hatte im Kopf, war, dass sozusagen in Wirklichkeit wirklich sich alle Studios wie Warner, wie Paramount und so zusammenschließen, um halt diesen Film zu produzieren, um die ganzen Schauspieler zu leisten und sonst was, um eben Disney etwas vorzusetzen und dass der Film in die Kinos kommt als nicht als natürlich nicht als bester Film aller Zeiten, sondern als Statement für den Film und gegen die Kommerzialisierung. Natürlich ist so ein, wenn du den besten Film aller Zeiten machen willst, teuer. Klar. Ganze Special Effects und sowas. Christian, sag mal bitte was, ich muss kurz meine Gedanken fassen hier. Ich find's auch schwierig. Also quasi, wir loben doch eigentlich immer eher die kleinen Perlen, die sich irgendwie rausarbeiten und das Ganze jetzt zu verkaufen, als wir kriegen den besten Film aller Zeiten dadurch hin, indem wir durch die Welt tingeln und ganz viele Namen von hohem Rang und Nein. Namen versammeln, die dann da mitspielen. Das hat diesen Größenwahn von Alejandro Jodorowsky, der ja hier Dune verfilmen wollte, gibt es ja diese fantastische Doku darüber. Daran erinnert mich das so ein bisschen, aber da hatte ich mir dann auch gedacht, vielleicht ist das besser gewesen, dass das nicht verwirklicht wurde, obwohl die Geschichte so schön skurril ist.
Der Film, also der Film wird natürlich nicht der beste Film aller Zeiten. Und der Film, der im Film gemacht wird, wird auch nicht der beste Film aller Zeiten. Es wird nur zum Kultfilm, also zu einem guten Film. Aber niemals zu dem, wo alle sagen, das ist der beste Film aller Zeiten. Der Filmtitel ist nur so ironisch sozusagen darauf aufgebaut. Ich habe noch gar nicht die Leute hinter der Kamera gesagt. Kamera, sein letztes Werk von, jetzt habe ich den Namen vergessen, Blade Runner 2049, Roger Deakins macht die Kamera. Drehbuch Tarantino und Regie Danny Villeneuve. Da ist ja schon wieder ganz viele große Namen. Natürlich. Ah. Das ist ja das Geile. Der beste Film ever, ironisch gesagt, wo alle großen Leute zusammengetrommelt werden, werden natürlich auch von den größten Leuten in echt gemacht. Ja, aber ist es da eine Komödie oder wie darf man sich das jetzt vorstellen? Also dein Film. Ja, man hat schon so komödiantische Aspekte eigentlich mit Tom Cruise, mit Brad Pitt als dümmlicher Produzent sozusagen, der keine Ahnung hat von Filmen. Es ist ein Film für Filmliebhaber. Es kommen ganz viele Meta-Gags vor, es kommen ganz viele Insider-Gags aus Filmen vor. Wie gesagt, der Film ist mehr ein Gefühl mit einem klassischen Roadtrip-Szenario, wo am Ende eben der beste Film aller Zeiten rausspringen sollte und ein Happy End am Ende kommt, als jetzt wirklich der beste Film aller Zeiten. Seht es eher als Roadtrip-Film mit großen Stars und viel Kino abgefeiere. Diese ganzen Stars, Coppola, Nicholson, spielen die sich alle selbst? Ja. Also es sind jetzt keine Cameos, aber jetzt auch keine Hauptrollen sozusagen. Also die sitzen dort zum Beispiel und dann gibt es ein Wortgefecht zwischen den beiden zum Beispiel über, also irgendwie, weiß ich nicht, Coppola sagt, ach Kubrick, ach, die fand ich schon immer überbewertet damals. Und darauf kriegen die sich irgendwie die Haare oder so, etwas Ähnliches. Das muss dann Tarantino halt gut schreiben. Und welche Rolle genau hat jetzt Sigourney Weaver als Gegenproduzentin? Als Gegenproduzentin von einer Firma, eben die Walt Disney angelehnt ist. Ja, ja. Die sozusagen auch große Filme produziert und einen Film produziert, der gleichzeitig ins Kino kommt. Mit dem anderen. Ach, die macht das Remake, was dann... Genau. Das Remake von König der Löwen 2 zum Beispiel. Warum reicht sie die dann Prinz hinterher, wenn sie doch nur das Remake von König der Löwen rausbringt? Naja, sie hat ja keine Arbeit mit dem Remake, weil das läuft von alleine. Und hat halt jetzt Angst, dass dieser Film, der jetzt gerade Hollywood im Sturm erobert, Tickets kostet für ihren Film. Und deswegen versucht sie, den sozusagen zu manipulieren. Sie macht vielleicht eine Affäre mit Brad Pitt oder sowas. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder hetzt eine junge Jungproduzentin auf Brad Pitt an, gespielt von Miley Cyrus. Sowas. Ich finde, irgendwie passen die zwei Ebenen nicht so ganz zusammen. Wenn es jetzt andersrum wäre, Disney will irgendwie den besten Film aller Zeiten und macht halt einfach 80 super Schauspieler rein, die jeweils eine Minute zu sehen sind. Und der Flop nein, dann nein, halt nein, so nein, verstehen. Nein. Aber so rum, wie du es jetzt sagst, irgendwie kann ich es dann nicht verstehen. Nein, Francis Ford Coppola und Jack Nicholson und sowas sind ja nicht im Film drin. Die sind ja nur sozusagen auf der Reise und sagen dann, können auch zusagen oder sowas. Aber um den Film an sich, um die Dreharbeiten und um das, geht es ja kaum. Ich dachte gerade, darum geht's. Ja, da vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht kapiert, worum es jetzt genau geht. Aber um den Film, im Film geht's ja gar nicht, hast du ja gesagt. Den sieht man ja nie. Die kann man vielleicht irgendwie eine Szene drehen, die irgendwie extra dumm ist oder so. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Aber sonst geht es halt um den Roadtrip zum Film hin. Um das Engagieren von Schauspielern, von Regisseuren und allen drumherum. Um das Abgearbeitete von Leuten, die das Kino lieben. Oder das Kino sie liebt. Aber das sind ja dann trotzdem große Namen. Ja, das hat ja nichts zu bedeuten. Die machen das dann vielleicht am Ende alle freiwillig, weil sie das vom Projekt so überzeugt sind. Also Jack Nicholson und Francis Ford Coppola waren jetzt nur Beispiele. Zum Beispiel Francis Ford Coppola kann auch sagen, er sagt ab, weil er sich so alt fühlt oder sowas. Und ey, ich habe da aber einen jungen Ari Aster oder sowas, treffen sie dann. Und der macht das dann zum Beispiel. Das klingt für mich irgendwie einfach wie eine Nummernrevue mit vielen Schauspielern, so wie Monuments Man oder sowas, wo halt, aber da ist ja zumindest noch ein bisschen Film irgendwie. Bei dir ist ja wenig, noch, also kein Film, aber dafür halt einfach nur viele Leute, die Tarantino-Dialoge sich unterhalten damit. Ich fand die Idee ganz geil. Ich würde natürlich die Leute alle gern zusammen sehen, aber mir fehlt halt irgendwie der Film, in dem ich die sehe. Das ist ja irgendwie. Ja, es ist halt, also der Film wird jetzt auch keine 3 Stunden gehen, ne? 100 Minuten vielleicht oder 120 maximal. Wo halt die größten Stars sich Tarantino-Dialoge um die Ohren schmeißen, geil gefilmt ist und eine gute Roadtrip-Geschichte mit komödiantischen Aspekten da drin vorkommt, mit einer Meta-Ebene halt gegen Disney. So stelle ich mir das vor. Ja, ich glaube, das ist das Problem, dass du die ganze Zeit bloß auf
gegen Disney schießen willst, so ein bisschen willkürlich. Also, was heißt hier willkürlich? Ich verstehe schon deine also die Absicht, so eine Lanze zu brechen für alles, was außerhalb dieses Kosmos existiert, aber da würde ich nicht die gleiche Masche quasi anfangen wie Disney und einfach nur große Namen aufkaufen, sondern dann würde ich eher den Roadtrip, dass die nach kleinen, bekannten, aber sehr talentierten Künstlern suchen und die für den Film engagieren. Das fände ich dann die interessantere Idee. Ja, man kann ja eine Mischung machen. Also man kann ja so einen Cameo-Auftritt oder einen größeren Cameo-Auftritt von einem Coppola oder einem Nicholson zum Beispiel drin haben, aber die fühlen sich dann zu alt und dann ist das so eine Staffelübergabe zur nächsten Generation. Ja, ich könnte mir noch so vorstellen, dass sie halt die Leute irgendwie suchen, dann sagen die zu und dann kommt Sigourney Weaver 5 Minuten später, bietet denen halt 20 Millionen mehr an, dass sie da halt nicht mitspielen und dann machen sie es halt nicht und am Schluss müssen sie halt doch die neuen talentierten Schauspieler nehmen oder irgendwie sowas, keine Ahnung, aber selbst das, ja irgendwie, ja. Also es geht mehr um das Gefühl als um den Film. Ich sehe, was du erzählen möchtest, nur weiß ich nicht, ob das das richtige Mittel ist für den Zweck, den du da erreichen möchtest. Der Zweck heiligt die Mittel. Das sehen wir jetzt ja in der Bewertung von Christian und mir. Ich sehe schon. ja, also ich habe meine Zweifel schon kundgetan. Ich vergebe gut gemeinte 2,5 Punkte. Ja, da schließe ich mich doch gerade an. Weil, okay, ja. Liebe Zuschauer, ihr habt gehört, sie wollen keine Tarantino-Dialoge von den größten Schauspielern aller Zeiten lesen. In einem Film, der das Kino liebt. Gut, haben wir es verstanden. Ja. So. Und so geht die Welt und der Podcast zugrunde. Ja, so, jetzt ist der beste Film, den wir jetzt hier bewertet haben, tatsächlich Bennys Politik-Splitscreen Zwillingsgeschichte. Gut. Ja, ich glaube, das wird bei der Community, bei unseren zwei Zuhörern, ein bisschen anders ankommen. Ich bin gespannt. Vielleicht hat ja da draußen auch jemand das Haus gelesen. Oder das, ja. Und kann uns dann erklären, worum es da eigentlich geht. Das wäre sehr schön. Ich glaube, das kann keiner, nicht mal der es gelesen hat. Ich hätte Bock auf diesen Film, aber irgendwie kann ich, also wie gesagt, so Annihilation oder die Stimmung, ja, hätte ich schon Bock drauf. Nur so ganz, hat mir da so ein bisschen was gefehlt. Aber ja, das war, glaube ich, bei so gut wie jeder Idee oder eigentlich bei allen Ideen hat immer irgendwie was gefehlt. Ja, auf dem Skript stand ja auch grobe Story. Ach so, ja, jetzt ist das hätte Ende wissen. Hätte ich da reingeschrieben, genaue Story, hättest du dir natürlich alles runtergeschrieben, ne? Ja, da hätte ich mir auch ein vernünftiges Ende überlegt. Ja, ich glaube, man hat gemerkt, warum wir hier sitzen und uns in Zukunft wieder über Filme von anderen Leuten unterhalten und nicht über unsere eigenen Filme. Aber falls doch jemand irgendeinen von unseren Ideen abkaufen möchte, immer her mit dem Geld. Wir sind günstig zu haben. Guck mal, das gilt noch. Ihr habt es zuerst gehört. Am Schluss kommt dann doch der Film, wo Marius jetzt gerade vor. Wie hieß er nochmal? The Best Film Ever? Best Movie Ever. The Best Movie Ever. Geben sie dir irgendwie 1 Million oder sowas, puttern 300 Millionen rein, um die Schauspieler zu bekommen. Der floppt halt übelst dann im Kino oder so. Das wird der 10. Tarantino-Film. Und da können wir so schön auf Urheberrechtsverletzung verklagen hier. Nee, deswegen habe ich extra Tarantino nur Drehbuch, damit es nicht sein 10. Film wird. Falls er doch in die Hose geht. Ach ja, Leute, es hat Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr interessante Runde diesmal. Mal was komplett anderes. Einfach nur fiktional zu denken und nicht, ja, real. bevor wir den Podcast beenden, haben wir natürlich noch so ein paar Sachen zu tun. Und zwar einmal die Auflösung der Rätselfrage. Benny, möchtest du das übernehmen? Du hast sie gestellt, du darfst sie gerne auch auflösen. Gut, dann bald zurück. Dann suche ich sie gerade raus. Du weißt deine eigene Frage nicht. Doch, ich hab's ja gerade. Ich hätte es wissen müssen, als du auf mich angesprochen hast, aber gut. Ja, du wusstest wahrscheinlich, hast es trotzdem zurückgegeben. Das nenne ich Kollegen. Nein, ja. So, jetzt zur Frage vom Anfang. Das war, was ist der beste Film für ein Sommer-Open-Air-Kino? War doch ganz klar, oder? Die Antworten waren Blues Brothers und Euro habe ich vergessen. Das Übliche. Kings of Summer. Und Cool Runnings natürlich zur Abkühlung. Ja, macht Sinn. Alle drei Filme kann man bestimmt einem Sommer Open Air zeigen.
Ja, da wird doch eh Gut. alles gezeigt im Sommer Open Air. Deswegen fand ich die Frage auch ein bisschen schwierig, da irgendwie was Spezielles zu finden. Ja, also der beste Film ist natürlich jetzt sehr Ansichtssache, ob jetzt, was die meisten Zuschauer anlockt oder was der beste Feel-Good-Movie ist sozusagen oder für die breite Masse oder der beste Familienfilm. Die Frage war sehr breit gestellt. Aber wir hatten drei schöne Antworten. Jetzt brauchen wir nur noch ein schönes Thema für nächstes Mal. Und jetzt tue ich wieder den Ball zu Benny spielen und ich hoffe, er nimmt ihn an. Ach so. Das war ein sehr langer Pass. Steilvorlage nennt man es Ich auch. habe geguckt, was bei uns heute im Open Air Kino lief, und zwar Spider-Man: A New Universe. Aber das war nicht eine Frage, sondern es ging darum, was das Thema der nächsten Folge ist. Ja, Ich bitte. tue es einfach mal so, als wäre ich davon alleine drauf gekommen. Das wäre komplett meine eigene Idee. Und zwar, nachdem ja jetzt bald der neueste Quentin Tarantino-Film herauskommt, nämlich Once Upon a Time in Hollywood, der startet ab. Also er ist schon gestartet, wenn ihr diese Folge hört. Werden wir uns in der nächsten Folge mit Quentin Tarantino beschäftigen. Und nicht nur das, es wird sehr wahrscheinlich, weil wir nicht nur über den neuen Once Upon a Time in Hollywood sprechen werden, das auf jeden Fall, sondern wir werden über alle Tarantino-Filme sprechen. Und deswegen wird es aller Voraussicht nach zumindest mal eine Doppelfolge werden, bei der der zweite Teil dann irgendwann im Verlaufe der nächsten Zeit dann ausgestrahlt wird. Ihr werdet es dann sehen. Aber auf jeden Fall beim nächsten Mal wird es um Quentin Tarantino gehen und wir alle drei werden den neuesten Tarantino Once Upon a Time in Hollywood zum dritten Mal gesagt auch gesehen haben und besprechen. Genau. Genau, ja. Die Tarantino, der große Doppelpack, da könnt ihr euch drauf freuen. Gibt es noch irgendwelche Schlussworte, will noch irgendjemand seinen Film abändern? Oder Ich würde gern deinen Film abändern. einen wunderschönen Abend noch. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner.